Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir uns heute hier in diesem Kreise sehen zu einem Thema, was uns, glaube ich, alle umtreibt, angeht. Und deswegen habe ich auch gefreut, dass so viele Anmeldungen zu diesem Webinar dabei sind. Und ich sehe auch noch hier, wie ganz viele Menschen reinkommen. Wir haben gesagt, wir machen ein Webinar und das haben wir sehr schnell zusammengestellt. Deswegen auch herzlichen Dank an die Referentinnen und Referenten, dass es so schnell möglich war, Ende letzter Woche das auf die Beine zu stellen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir haben gesagt, wie erkennt man Verschwörungsmythen, wie durchschaut man sie, wie entgegnet man ihnen, dass wir das gerade in diesen Zeiten und mit der Wucht, die wir in den letzten Tagen ja auch erlebt haben, glaube ich, wirklich ein wichtiges Thema am Wickel haben und ich da mich sehr freue. Ich freue mich, heute hier zu sein, einmal mit Tom Uhlig. Tom ist Bildungsreferent in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Und die Bildungsstätte arbeitet mit Kindern, mit Erwachsenen und Jugendlichen zur Teilhabe, zur offenen und demokratischen Gesellschaft und vor allen Dingen auch pädagogische Konzepte für den öffentlichen Diskurs. Tom ist selber auch Lehrbeauftragter an der Universität in Frankfurt und Themenschwerpunkte sind Antisemitismusforschung, Geschichte und Wirkung der Shoah und des Nationalsozialismus und psychoanalytische Sozialpsychologie und ist da auch Mitherausgeber einer Zeitschrift. Und zuletzt kam von ihm das Buch Extrem unbrauchbar über die Gleichsetzung von links und rechts heraus. Deswegen freue ich mich sehr, dass mit Tom jemanden dabei haben, der mal genauer beschreiben kann, was da eigentlich gerade passiert und sich zusammenfindet. Ganz, ganz herzlich willkommen. Daneben Annalena von Hodenberg. Sie ist Geschäftsführerin von HateAid, eine Organisation, die in den letzten Jahren dankenswerterweise viel Aufmerksamkeit gefunden hat, eine unglaublich wichtige Arbeit macht, sich als Bundesgeschäftsführer einer Partei oft erlebe, wo es nun gerade auch Frauen sind, die oft unter massivster Art und Weise im Netz angegriffen werden. Und ich das wunderbar und ganz großartig finde, dass wir da auch ein zivilgesellschaftliches Engagement entwickelt, das da versucht, auch gegenzuhalten. Annalena war Fernsehjournalistin für die ARD, NDR und hat dann 2015 bei Campact gearbeitet zu den Themen, die sie bis heute beschäftigt. Und hat dann 2018 HateAid gegründet, ist dort die Geschäftsführerin hier in Berlin. Ganz, ganz herzlich willkommen und auch ganz, ganz herzlichen Dank für deine Arbeit. Und ich meine, ich habe ja nun viele Landtagswahlkämpfe nun erlebt und ich freue mich ja immer wahnsinnig auf Wahlkämpfe. Ich mache das ja total gerne, aber ich muss sagen, Katharina Schulz oder ist jemand, die hat diesen letzten bayerischen Landtagswahlkampf mit so einer Energie, mit so einer Kraft gerockt. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir sind ja nur unterstützend tätig als Bundespartei und es war ganz, ganz großartig und ist deswegen wahrscheinlich auch vielen bekannt in dieser Rolle als Spitzenpolitikerin, als Spitzenkandidatin, als Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag und bis heute, aber auch bevor du Fraktionsvorsitzende geworden bist, jemand, die sehr viel Innen- und Rechtspolitik gemacht hat, sehr viel Innenpolitik und damit auch sehr, sehr, sehr vom Fach ist, was glaube ich sehr, sehr gut für die heutige Abenddebatte ist und wird übrigens auch morgen fortgesetzt. Gibt morgen nochmal ein Webinar von der Bundestagsfraktion mit Irina Mihalic, der tollen grünen Bundestagsabgeordnete. Die Informationen dazu findet ihr an alle, die zuhören, auch auf der Webseite von Irene. Wollte ich nur gerne darauf hinweisen. Also wer noch Lust hat, kann da auch noch einklicken. Ich will am Anfang nochmal sagen, weil mir das wirklich wichtig ist. Also ich glaube, an fast jeden Abendbrottisch dieser Republik wird gerade über Corona, über die Folgen, über die Auswirkungen diskutiert. Und diese Diskussion ist überlebensnotwendig und richtig für unsere Demokratie, für unser demokratisches Gemeinwesen, was ja nicht in der Vereinzelung funktionieren kann. Und es ist dabei auch völlig richtig, dass dabei auch kontrovers über den Umgang mit Corona und Einschränkungen, insbesondere der Grundrechte, gesprochen wird. Wir haben als Grüne, und das war mir wichtig, ich habe das ganz früh am Anfang gefordert, dass all die Verordnungen, all die Gesetze, all die Sonderregelungen für Corona eine Zeitschaltuhr bekommen. Gerade die grundrechtsrelevanten Eingriffe, damit auch klar ist, wann sie wieder zurückgedreht werden. Das
war und ist mir total wichtig. Das heißt auch ein Teil des politischen Aushandlungsprozesses, darüber zu diskutieren. So, dann, also die Frage von Verhältnismäßigkeit, die Frage von Angemessenheit von Maßnahmen ist alles völlig in Ordnung. Allerdings beobachte ich mit Sorge als Geschäftsführer einer Partei, ich bin mit großer Sorge, wie Verschwörungstheorien, wie Rechtsextremisten, wie Antisemiten anfangen, diese Debatte um Corona, und die Sorge um die Grundrechte, wie sie versuchen, diese Debatte zu kapern, für ihre Zwecke zu instrumentalisieren und Hass und Hetze zu säen, und dem wollen wir entgegentreten. Und deswegen würde ich auch gerne anfangen mit Tom. Und meine Frage an dich, Tom: Was beobachtest du? Du schaust da ja sehr genau hin, auch im Zuge deiner wissenschaftlichen Arbeit. Wie schätzt du die Proteste ein? Was geschieht da gerade? Genau, also die Proteste, über die wir jetzt gerade reden oder über die wir uns heute Abend unterhalten, würde ich sagen, sind so wie so eine Eruption der ganzen Unsicherheiten, die irgendwie so in der Luft liegen. Also die Unsicherheiten, die du schon angesprochen hast, Michael, dass unwahrscheinlich viele wissenschaftliche Zahlen und Fakten in der Gegend rumkursieren, man manchmal nicht so genau weiß, was man daraus jetzt machen soll. Und eben eine Bedrohungslage, eine globale Bedrohungslage da ist, mit der man irgendwie umgehen muss, die natürlich auch Ängste auslösen kann. Werde ich gesund bleiben? Werden meine Familienmitglieder gesund bleiben? Etc. Und was jetzt gerade passiert ist, und wir haben vorhin schon kurz im Vorgespräch auch bemerkt, dass es so eine gewisse Latenzzeit gab am Anfang, wo nicht so viel passiert ist. Aber was jetzt gerade passiert ist, dass sie, ich sag mal, viele der üblich Verdächtigen das Ganze nutzen, um ihre Proteste um die Proteste zu organisieren, die sie auch schon früher organisiert haben und eben diese Potenziale abgreifen, die in der Bevölkerung nun mal vorhanden sind. Ich finde, also ich erinnere mich, für mich ist es so ein bisschen wie ein Déjà-vu, wenn ich auf diese Proteste gucke, zu 2014, 2015, als es die sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden gab, die zu ihrem Höhepunkt in 80 deutschsprachigen Städten gleichzeitig stattgefunden haben. Und wo eben viele von den Akteuren, von den Agitatoren, die da wirkmächtig in Erscheinung getreten sind, jetzt heute wieder auftauchen, sozusagen an genau den gleichen Stellen. Also so Leute wie Ken Jebsen beispielsweise. Und auch das Klientel sich relativ überschneidet, nämlich so eine Mischung aus besorgten Bürgern, die sich irgendwie von der Politik nicht repräsentiert sehen, Esoterikern und Esoterikerinnen, ImpfgegnerInnen und eben VerschwörungstheoretikerInnen, aber auch immer wieder dann knallhart organisierte Neonazis, die da aus ihrer Gesinnung wenig Hehl machen. Und diese Mengelage tritt da jetzt irgendwie auf. Das ist so, das ist jetzt gerade zu den Anfang, als es angefangen hat, war das, glaube ich, eine sehr überfordernde Situation, weil man auch nicht damit gerechnet hat, dass bei solchen Demonstrationen plötzlich dann da Tausende stehen. Und jetzt beginnen so langsam die Gegenproteste auch wieder Fahrt aufzunehmen und das Ganze wieder ein Stück weit einzuholen, habe ich so das Gefühl. Sorry, hatte kurz das Mikrofon. Tom, du hast ja gerade beschrieben, welche Gruppen von Leuten da mit dabei sind. Eine Frage: Warum spielen Verschwörungstheorien da so eine wahnsinnig große Rolle in diesen Protesten? Also einerseits sind Verschwörungstheorien super dazu geeignet, um solche Proteste zusammenzubringen. Also man könnte sich ja fragen, was haben diese Leute, die da stehen, eigentlich gemein? Und im Einzelnen ist es oft noch nicht mal so super viel. Also da sind tatsächlich sehr disparate Gruppen und Einzelpersonen, die daran teilnehmen. Und aber die Verschwörungstheorie, und damit ist noch nicht mal eine spezifische gemeint, sondern überhaupt die Struktur der Verschwörungstheorie eint irgendwie diese Leute. Also das ist wie so eine Mastererzählung, eine Gesamterzählung, dass hinter den Erscheinungsweisen, mit denen wir im Alltag konfrontiert sind, eine sinistre, eine bösartige Bedrohung, eine finstere Macht steht, die man identifizieren kann, die man personalisieren kann, also wo man weiß, das ist ein eingegrenzter Personenkreis und gegen die man dann vorgehen kann. Das Ganze suggeriert den Leuten so eine Form von Handlungsfähigkeit. Also wenn man weiß, wer schuldig ist, dann weiß man eben auch, was zu tun ist. Das nimmt sehr viel Druck und sehr viel Unsicherheit von den Leuten weg, und deshalb haben diese Verschwörungstheorien so eine große integrative Wirkung auf diese Art von Protesten.
Man muss dazu sagen, dass Verschwörungstheorien im Kern, und das sieht man gerade bei den Protesten auch ziemlich deutlich, im Kern immer antisemitisch sind, also strukturell antisemitisch mindestens. Wir sehen sehr viele Holocaust- oder Shoah-Verharmlosungen, Shoah-Relativierung auf T-Shirts gedruckt, in Redebeiträgen etc. Und das ist mir noch wichtig, daran hinzuzufügen, dass eben dieses vereinende Moment, disparate, unterschiedliche Gruppen unter einen Hut zu bekommen, eben auch ein charakteristisches Kennzeichen von Antisemitismus überhaupt ist. Danke, Tom Ulich vom Anne Frank Zentrum in Frankfurt. Ich habe noch eine letzte Nachfrage. Es sind ja auch eine ganze Reihe von prominenten Personen. Ich sage na, du sicherlich die bekannteste. Was für eine Rolle spielen Sie für eine Mobilisierung? Wie nimmst du das wahr? Aber das ist ja nicht nur das. Ich habe dann auch heute, ich gehe da immer in einem Bioladen natürlich als Grüner ganz oft einkaufen, aber dann habe ich heute Zwergenwiese den Besitzer nochmal gesehen. Also das kann man nun nicht mehr mit gutem Herzen kaufen und Gewissen. Also solche Geschichten, das ist ja nun in alle möglichen Ecken, wo sich das da als Melange bildet. Also aber welche Rolle spielen da Einzelpersonen in diesen Protesten und vielleicht auch bei der Finanzierung? Ich weiß es nicht, aber als Frage, ob du da Erkenntnisse hast. Also ganz unterschiedlich. Das sind zum Teil sind es professionelle Agitateure, wie zum Beispiel Ken Jebsen eben, der das also wirklich zu seiner zweiten Karriere gemacht hat. Es gibt kein Ken Jebsen-Video, wo nicht ein PayPal-Link drunter steht. Man kann ihn auch mit Bitcoin bezahlen etc. Also der hat wirklich sozusagen hat ein Geschäftsmodell daraus gemacht. Und es funktioniert auch ganz gut. Und das sind sozusagen, es gibt auch Leute sozusagen, die das wirklich beruflich betreiben. Und dann gibt es aber eben Leute, die eben so felsenfest davon überzeugt sind, wie beispielsweise vermutlich Attila Hildmann oder auch Xavier Naidoo, wo man jetzt nicht gerade sagen kann, dass dieser Schritt zum offenen Verschwörungstheoretiker karriereförderlich für ihn gewesen sei, sondern ganz im Gegenteil. Die haben, also diese prominenten Figuren, die dann da vorne stehen, haben natürlich die Funktion, wenn sie das mehr oder minder geschickt machen, einerseits ihre Anhängerinnen mit Argumentationsweisen zu versorgen, die sie dann irgendwie teilen können. Also wenn man im Internet, davon wirst du, Annalena, bestimmt auch viel zu erzählen haben, wenn man im Internet das Pech hat, an VerschwörungstheoretikerInnen zu geraten, dann kriegt man da meistens so eine Latte von Links und YouTube-Videos und so weiter drunter geklatscht, die dann eben schon von diesen professionellen Agitateuren aufbereitet worden sind, die dann wirklich sozusagen mit Argumentationsweisen ihre Anhängerinnen versorgen. Andererseits haben die aber natürlich auch gerade durch ihren prominenten Status sowas wie eine normalisierende Funktion. Also wenn jetzt dieser vegane Koch, von dem ich das Kochbuch vielleicht ganz gut finde, vielleicht findet das ja jemand gut, ich find das Kochbuch von dem nicht besonders gut, aber vielleicht findet es jemand gut. Und wenn sozusagen solche prominenten Personen an Verschwörungstheorien glauben, dem anhängen, dann gibt es dem sozusagen so den Anschein von Legitimität. Also das ist dann, wird dann dadurch wie gerechtfertigt, allein, dass diese Person das so in den, ja, ich sag mal, medialen Diskurs einstreuen kann. Und Ganz herzlichen Dank. vielleicht, wenn der eine Aspekt, auf den du angesprochen hast, ist natürlich, dass gerade jetzt bei diesen Corona-Protesten oder Hygiene-Protesten, wie die sich selber nennen, wobei dieser Name ist so abscheulich, dass man ihn eigentlich gar nicht benutzen möchte. Aber bei diesen Protesten ist es natürlich auch der Fall, dass sie eine starke Überschneidung haben zu so einem ja, also esoterischen, auch irgendwie ökobewegten Milieu, die aber sozusagen ihre also Gesellschaftskritik eingetauscht haben gegen so eine ganz, ganz platte, Ressentiment geladene Form von Konsumkritik. Ganz herzlichen Dank. Deswegen war es uns übrigens auch, du hast es ja nochmal beschrieben mit der Frage von Antisemitismus, Verschwörungstheorien, Rechtsextreme, die dort zusammenkommen. Ich habe ganz am Anfang ja bewusst nochmal gesagt, natürlich gehört Protest zur Demokratie, Meinungsfreiheit, aber wir, und das haben gerade die Landesverbände in Süddeutschland, wo das besonders stark aufgeschlagen ist, sehr früh, sage ich mal sagen, wir sagen zu unseren Mitgliedern, geht da nicht hin. Eine klare Entscheidung aufgrund dieser Situation. Das heißt nicht, dass man nicht darüber diskutieren muss und kann über einzelne politische Maßnahmen, aber ob ich mich mit Antisemiten, ob ich mit Verschwörungstheoretikern, mit Rechtsextremen gemein mache oder nicht, das ist meine Entscheidung als Bürgerin oder als Bürger und deswegen die klare Empfehlung von uns als Partei,
da nicht mit hinzugehen. Und ich war sehr beeindruckt, das ist auch mein Übergang zu Annalena von Hohenberg, dass Campact da auch so klar und deutlich letzte Woche, das hat mich richtig gefreut. Ich meine, ich finde, es ist eine große und tolle NGO, aber dass sie so klar da Stellung bezogen haben, hat mich wirklich, fand ich ein ganz wichtiges, weil es ist ein Unterschied, ob ich das sage als grüner Geschäftsführer und denke, na gut, das sind halt die Grünen, aber dass da nochmal so eine große Organisation gesagt hat, fand ich ganz toll und ganz großartig. Und du hast ja lange bei Campact gearbeitet, bevor du jetzt Geschäftsführerin von HateAid bist. Und da würde ich jetzt auch nochmal ansetzen wollen bei dir, bei dieser Frage. Welche Rollen spielt aus deiner Sicht das Internet bei der Verbreitung all dieser Verschwörungsmythen, über diesen Hass und Hetze? Also ist das die treibende Kraft dahinter? Also man kann natürlich sagen, genau, also sozusagen das Internet kann man natürlich so nicht sagen, aber man kann zumindest sagen, dass sich eben über soziale Netzwerke, das würde ich jetzt erstmal primär sagen, da gibt es auch Zahlen zu, dass eben sich 6-mal schneller zum Beispiel Fake News verbreiten. Und also das erstmal sozusagen die Verbreitung ist einfach von der Sache her viel schneller als mit analogen Medien. Das leuchtet uns auch allen ein. Völlig klar, wie schnell wir eben auch Nachrichten im Internet irgendwie konsumieren und wie schnell die uns eben auch erreichen. Aber, und da wird es halt jetzt interessant, und das ist auch jetzt auch kein neues Phänomen, sondern da sprechen wir bei sozusagen digitaler Gewalt, also auch Hate Speech, wo wir uns ja eigentlich auch von Haus aus mit beschäftigen, ist halt genau der gleiche Mechanismus, ne? Also es gibt halt bei den großen sozialen Medien, Google, Facebook, Insta, bei YouTube, Twitter, gibt es eben Algorithmen, die darauf gepolt sind, dass sie eben Inhalte, die besonders viel Wut, Empörung, viel Emotionen eben, die besonders bei eben den Nutzerinnen aufrufen, dass eben solche Inhalte noch mehr geteilt werden oder noch viraler gehen. Warum ist das so? Weil natürlich alles, was emotionalisiert, die Plattformen sind ja wirtschaftliche, also die machen das ja nicht zum Spaß, sondern die wollen ja damit Geld verdienen. Und deren Ziel ist eben, dass Menschen so lange wie möglich auf den Plattformen bleiben. Und wie tut man das? Indem man Menschen dazu bekommt, mit den Inhalten, die sie dort lesen, zu interagieren und auf diese Inhalte zu reagieren. Und wir wissen das mittlerweile, dass eben leider Wut und Hass sogar noch mehr emotionalisiert als zum Beispiel die klassischen Katzenvideos. Das heißt, das ist eigentlich das ist ein Geschäft, also so eine Art von Geschäftsmodell. Und es hat über viele Jahre hinweg, bis es überhaupt erstmal eine Diskussion darüber gegeben hat, eigentlich die großen sozialen Netzwerke überhaupt nicht interessiert, mit was sie da eigentlich emotionalisieren, sondern es ging eigentlich nur darum zu emotionalisieren und Inhalte eben dann, also Menschen eben lange auf der Plattform zu halten, egal mit was für Inhalten. Und wir sehen ja zum Beispiel auch bei YouTube sehr gut, dass wenn man einfach anfängt, ein Verschwörungsvideo zum Beispiel zu gucken, dann wird man eben zum nächsten und zum nächstkrasseren und zum nächstkrasseren geleitet eben, und die werden einem dann da vorgeschlagen, und irgendwann landet man bei hardcore-rassistischen und antisemitischen Verschwörungstheorien. Und das ist einfach so, sozusagen zwangsläufig. Und deswegen spielen eben die sozialen Netzwerke so, wie sie ihre Algorithmen, genau, und was eben emotionalisiert, wird auch mehr Leuten angezeigt, weil der Algorithmus sieht natürlich, dass das was emotionalisiert, dann kann man das natürlich mehr Leuten anzeigen, damit noch mehr Leute damit interagieren. Und so wie eben diese Algorithmen designt sind, so wie man die über Jahre hinweg eben designt hat, ist es halt so, dass man eben, dass sie halt gerade solche Theorien eben weiter verbreiten und eben noch viel mehr unter die Leute bringen als jetzt irgendwelche Fakten oder sachlichen Beiträge, die vielleicht eben nicht so eine Emotionalisierung haben. Und das Zweite ist, dass natürlich wir wissen, auch das seit, und deswegen, Tom, ich habe auch genau an das Gleiche gedacht, an 2015, 2016, weil wir wissen, die Analogien sind so klar. Also wir wissen seit 2015, 2016, dass vor allen Dingen rechte und rechtsextremistische Gruppen, die sich im Internet organisieren, sehr genau verstanden haben, wie die Algorithmen funktionieren, nämlich dass eben sehr viele Likes unter bestimmten Beiträgen, sehr viel Interaktion, also Kommentare von bestimmten Beiträgen dazu führen, dass eben diese Beiträge noch viraler werden und noch mehr Menschen angezeigt werden. Und deswegen, also diese Kombi sozusagen aus der Funktionsweise des Algorithmus, aber auch dieser sozusagen Penetration des Algorithmus nochmal durch eben so total heavy User aus der rechten und rechtsextremistischen Szene, also die führt dann eben dazu, dass es so, dass eben Verschwörungstheorien, aber wie auch digitale Gewalt eben sehr weit verbreitet werden. Ganz herzlichen Dank. Ich würde noch eine Weile, also
Wir hatten die Idee, dass erst mit Tom Ohlig vom sozusagen mit dem wissenschaftlichen Blick, was passiert gerade, dann was kann getan werden aus einer zivilgesellschaftlichen Sicht mit Annalena von Hate Aid spreche und dann mit Katharina Schulze, mit Katha Schulze über das, was politisch getan werden kann. Ich würde aber gerne und deswegen noch bei dir nochmal nachfragen, und ich sehe ja auch in dem Fragetool, ihr könnt Fragen stellen, alle, die zuhören. Ich sehe, es trifft auf eine große Resonanz. Ich versuche dann, wenn wir in den Gesprächen sind, in den zweiten Teil auch Fragen aufzurufen und dranzunehmen. Ich würde nur gerne einmal das Versprechen zur Einladung zu diesem Webinar auch erfüllen und zu einzelnen Punkten nachfragen. Ich hätte eine Nachfrage zuerst nochmal. Wie groß siehst du den Einfluss von außen? Es wird ja immer wieder über Russia Today gesprochen. Da wäre mal deine Einschätzung. Sind da Befeuern das ausländische Trollfabriken, ja oder nein, ist ja immer eine große Debatte, das wäre meine erste Nachfrage nochmal an dich, bitte. Ich kann dich gerade nicht hören, Annalena. Ja, jetzt meine Stummschaltung. Ja, jetzt Ja, wieder. genau. Also, genau, also da kann ich nur sozusagen das sagen, was wir und andere Organisationen, die das beobachten, also diese Verstärkung von eben zum Beispiel Russia Today und diesen ganzen, es wird ja mal gesagt, alternative Medien, die sind aber nicht sozusagen alternative Medien, sondern eigentlich sind das Medien, die ohne nicht faktenbasierte Medien, könnte man vielleicht sagen. Vielleicht besser, weil alternativ hört sich noch so an, als wäre das irgendwie akzeptabel, ist es aber nicht. Also nicht faktenbasierte Medien, würde ich jetzt eher sagen. Und da und eben auch Propagandamaschinen wie Russia Today muss man ja wirklich so sagen. Genau, wir wissen sozusagen aus sozusagen anderen Kampagnen, dass die eben eine ganz große Rolle spielen. Und wir können das hier auch wieder sehen, dass eben dort gerade bei diesen nicht faktenbasierten Medien oder auch bei Russia Today eben die so als Verstärkungsmedien gelten und dass eben die Leute, die sowieso schon die ganze Zeit das konsumiert, also diese Art von Medien konsumiert haben, dort natürlich wieder genau sozusagen die gleichen Geschichten in sozusagen auf Corona gemünzt finden. Es gibt noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen dazu, deswegen kann man noch nicht sagen, wie weit der Einfluss davon ist und wie weit das Ausmaß ist. Aber es ist völlig klar, dass das Tom eben am Anfang auch gesagt hat, dass die natürlich sofort da drauf gesprungen sind auf diese Situation und gesehen haben, es gibt hier sozusagen so ein Vakuum. Das ist das Angstvakuum. Was passiert mit mir? Was passiert mit meiner Familie? Ich habe irgendwie das Gefühl, man muss sich natürlich auch überlegen, wenn jetzt einer von zu uns gesagt hätte vor einem halben Jahr, wir werden alle jetzt nur noch zu Hause bleiben können, wir werden mit Masken in der U-Bahn rumfahren und unser ganzes öffentliches Leben wird lahmgelegt, dann hätten wir alle gesagt, genau, toller Science-Fiction-Film. Und plötzlich passiert das. Das heißt, das ist ja eine Situation, wo Menschen dann auch denken, okay, wenn das jetzt wahr geworden ist, dann kann ich vielleicht auch andere Sachen glauben. Also dann wird ja plötzlich, werden ja plötzlich auch andere Sachen irgendwie wahrscheinlicher, die zu glauben. Es ist ja sogar fast menschlich. Und in dieses Vakuum kommen eben genau die Leute, die sowieso schon seit Jahren eben mit diesen ganzen Verschwörungserzählungen eben hausieren gegangen sind und stülpen dem Ganzen sozusagen ihre Geschichten über. Danke, ich würde jetzt gerne noch mal fragen, was sind deine Empfehlungen? Ich meine, die Frage wird dir bestimmt ganz oft gestellt werden, aber ich werde sie hier auch stellen, ja. Was sind deine Empfehlungen? Ich meine, wir alle sind wahrscheinlich in irgendwelchen Familien-Chatgruppen oder Freundes-Chatgruppen oder vom Sportverein des Kindes oder weiß der Geier, ihr könnt es euch vorstellen, ich weiß, was ich meine, und dann auf einmal ploppen dann irgendwelche Verschwörungstheorien auf, und man denkt sich, huch, das war doch eigentlich der vernünftige Vater, mit dem man letztlich noch am Rande gesprochen hat, und jetzt kommt sowas auf einmal. Was ist deine Empfehlung, sei es im Bekanntenkreis, sei es im Familienkreis, wie reagiert man klug aus deinen Erfahrungen, die du hast? Genau, Michael, das ist der gleiche Schreck wie 2015, als Leute, die man so kannte und dachte, mit denen jetzt eigentlich alles in Ordnung gesagt haben, wir können doch nicht alle Geflüchteten reinlassen oder wer weiß, ob die nicht doch und vergewaltigen unsere Töchter und so. Also so, das ist so genau diese ähnliche Reaktion, dass man plötzlich irgendwie denkt, das kann, wo kommt das auf einmal her sozusagen? Warum ist das auch hier so nah mit Leuten, von denen ich gedacht habe, die sind eigentlich ganz vernünftig? Und die Leute sind auch immer noch vernünftig. Also gerade wenn man das irgendwie so im Freundes- und Bekanntenkreis sieht, ich glaube, man muss sozusagen ein bisschen differenzieren zwischen was passiert im Netz und was ist mit Leuten, die ich irgendwie kenne. Und was man als erstes, also wo kommt das her? Es gibt diese Angst, die Leute sind aufgeladen und das entlädt sich irgendwo.
Und erstmal diese Angst erstmal ernst zu nehmen und zu sagen, okay, ich verstehe, dass du Angst hast, weil das ist echt eine überfordernde Situation. Oder ich verstehe, dass da steckt ja so eine ganz gewisse Sorge irgendwie dahinter. Und die wird eben beantwortet mit der Verschwörungstheorie. Also ich habe Angst, dass vielleicht meine Familie krank werden könnte oder dass ich jetzt irgendwie meinen Job verliere und so weiter. Und deswegen suche ich mir jetzt eine einfache Antwort und besetze das damit, weil alles andere viel zu komplex ist. Und erstmal zu sagen, die Angst, dass du vielleicht deinen Job verlieren könntest oder dass meine Familie krank werden würde oder dass ich nicht weiß, wie es in der Zukunft weitergeht, da erstmal zu sagen, das ist eine legitime Angst und nicht zu sagen, hier, du spinnst ja wohl und die Leute irgendwie herabzuwürdigen, sondern erstmal zu sagen, gerade mit Personen, mit denen man auch Kontakt hat, zu sagen, okay, das verstehe ich. Dann sind wir sozusagen, dann ist sozusagen, ne, das, weil das ist ja auch verständlich. Und dann zu sagen, okay, aber wo, was ist jetzt diese Begründung, die du dafür bringst? Ne, da habe ich so meine Zweifel. Und da eben wirklich nicht sozusagen von oben herab mit den Leuten umzugehen, sondern einfach erstmal versuchen, Fragen zu stellen. Woher hast du eigentlich diese Informationen? Das wusste ich gar nicht. Oder ich habe auch auf der Seite geguckt, aber ich habe gesehen, da sind auch Rassisten und Antisemiten. Das kommt mir komisch vor. Oder ich habe das auch erst gehört und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe gesehen, ah, da sind wirklich ganz krude Leute oder diese Theorie ist überhaupt nicht belegt. Guck dir das mal an. Hier sind also gemeinsam sozusagen irgendwie sich Fakten anzugucken und den anderen sozusagen auch in dieser Angst und in dieser Suche nach einer Begründung ernst zu nehmen und versuchen sozusagen im Gespräch zu bleiben. Mit manchen Leuten funktioniert, also das, was sehr schwierig ist für Menschen, auch gerade wenn die Angst haben, wenn die dann zugeben müssen, ah, ich habe mich geirrt und sich dann so beschämt fühlen oder so zeigen, dass sie da was aufgesessen sind, was irgendwie eine Lüge war. Weil das ist ja eigentlich auch schrecklich, ne? Und das irgendwie vor anderen Leuten zuzugeben. Das heißt, eigentlich, wenn man da ins Gespräch kommen will, versuchen, das private Gespräch zu suchen und auf einer Augenhöhe sozusagen auch diesen Weg irgendwie mit der anderen Person zu gehen und versuchen, das nachzuvollziehen. Das funktioniert, Fragen stellen, genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Und das funktioniert nicht immer. Aber trotzdem versuchen, dabei immer noch weiter im Gespräch zu bleiben und auf Sachen hinzuweisen, die einem komisch vorkommen, auf Dinge, die einen vor, also an Dinge anzuknüpfen, die einen vorher verbunden haben, nämlich sozusagen zu sagen, wir grenzen uns doch eigentlich gegen Rassisten ab. Warum gehst du jetzt zu so einer Demo, wo da Leute sind, wo da so Rassisten sind? Das ist doch eigentlich nicht das, also damit, ne, ist doch, ein Protest ist legitim, ich verstehe das, aber ich finde auch, gegen das und das sollte man protestieren, aber mich jetzt hier mit Rassisten hinzustellen, das geht nicht. Komm, wir müssen eine andere Form finden von Protest. Also sozusagen einerseits eben ernst nehmen, andererseits zu gucken, wie können wir irgendwie differenzieren, wie können wir gemeinsam Fakten angucken und dabei sozusagen zu versuchen, auf Augenhöhe zu bleiben und so eben weiter im Gespräch zu bleiben. Und ich kann auch nicht versprechen, dass es sofort funktionieren wird, weil das ist eben eine aufgeladene Situation und sich an so einer Verschwörungstheorie festzuhalten, ist im Zweifelsfall erstmal einfacher. Aber da einfach dran zu bleiben und zu versuchen, im Gespräch zu bleiben, weil man selber sozusagen immer noch im Privaten den besten Zugang hat, wenn man ins persönliche Gespräch geht, gerade wenn die Leute noch nicht so total verbohrt sind oder sich schon total irgendwie dieser Ideologie verschrieben haben oder dieser Erzählung verschrieben haben, dann hat man eigentlich immer noch den besten Zugang. Und bei Menschen, wo eben schon, also die schon sozusagen überzeugt sind von Verschwörungserzählungen, ist es schwierig, das genau, also da durchzudringen, das ist wirklich, das kann man versuchen, aber andererseits, also Fakten werden dann oftmals nicht mehr angenommen, weil man dann die Fakten sozusagen der Beweis sind, dass die eigene Theorie irgendwie richtig ist, also alles so ein bisschen umgekehrt wird. Und da muss man sich halt eben überlegen, also wenn man jetzt irgendwie im Freundes- und Bekanntenkreis in irgendeiner Chatgruppe ist oder im Verein ist, ob man dann nicht auch irgendwann sagt, das wollen wir hier eigentlich nicht haben, so. Also sich dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch sagt, du, mit dir kommt man eigentlich gar nicht mehr ins Gespräch und da auch klar benennt, das sind jetzt irgendwie antisemitische oder rassistische Theorien, die du hier bringst und das ist mit uns nicht vereinbar. Und dann auch zu sagen, okay, da müssen wir uns auch abgrenzen. Und das eben zu finden, das weiß ich auch, das ist auch eine Herausforderung und das sozusagen muss jeder sozusagen in seinem Persönlichen dann irgendwie auch sehen. Aber ich glaube sozusagen gut zu gucken, wann ist jemand noch ansprechbar und wann kann ich mit dem im Gespräch bleiben. Und, aber dann auch zu gucken, okay, wenn hier wirklich, also Leute auch mit eben dem rassistischen oder dem antisemitischen oder sagen wir mal dem menschenfeindlichen Teil von dem, was sie dort erzählen und mit dem, was das verbunden ist, dann auch zu konfrontieren. Ganz herzlichen Dank. Das fand ich eine ganz wichtige Antwort nochmal, auch die
die Stufen des Vorgehens und des Nicht-Herablassens von oben herab, sondern erstmal auf Sorgen und Ängste auch einzugehen. Ich habe jetzt bewusst diese Frage gestellt, was tue ich, wenn es sozusagen im geschützten Raum einer geschlossenen Gruppe geschieht? Will ich aber nochmal fragen, auch als Geschäftsführer von HateAid, als vorletzte Frage an dich, wie gehe ich denn damit um, wenn ich, was weiß ich, auf meiner Facebook-Seite was poste und dann geht da ein Shitstorm von Leuten los, die dann mit Verschwörungstheorien auf der Webseite arbeiten oder angegriffen werden? Ich meine, wir haben das ja nun gerade, ich erlebe das ja nun öfter von, schon erzählt vorhin, dass gerade grüne Frauen massivst angegriffen wird. Ich meine, der berühmteste, bekannteste Fall war Renate Künast oder ist Renate Künast, wo der auch immer wieder unterstützend mit dabei wird, aber wie geh ich damit um, wenn mir das sozusagen im sogenannten sozialen Mediabereich, Social Media Bereich begegnet? So, was man sich einfach klar machen muss, ist, dass in den sozialen Medien ist auch immer, gerade bei eben diesen sozusagen, ja genau, Shitstorms oder wie gesagt, also bei diesen konzertierten Angriffen, wo dann einfach Leute ganz viel posten zu dem Thema, um eben, da geht es auch immer, und einen so überfluten, geht es auch immer um Diskurshoheit. Also wer, wessen Meinung ist jetzt hier die richtige Meinung und wessen Meinung ist auch mehr vertreten, also dominiert sozusagen in den Diskussionen. Warum ist das so? Weil eben je öfter man eben eine Erzählung hört oder liest, eine bestimmte, sagen wir auch eine Verschwörungserzählung oder auch einen bestimmten Rassismus, eine rassistische Theorie und so weiter, je öfter man das sozusagen auch als unbeteiligte Person hört und liest, desto mehr, und das ist einfach so ein kognitiver Mechanismus, desto mehr wird das ein bisschen wahrer unterbewusst, weil man eben das schon ein paar Mal gehört hat, das kommt einem irgendwie vertraut von, man kann, also das ist sowas, wo man sich dann immer wieder bewusst irgendwie von distanzieren muss. Und es geht eben darum, wer im Internet am Ende des Tages die Diskurshoheit hat. Und deswegen ist es in den sozialen Netzwerken und deswegen ist es so wichtig, dass man eben da moderiert, dass man einmal klar sagt, so und so, also ich werde, dass man sozusagen die Situation transparent macht. Also nehmen wir doch mal als Beispiel, was du jetzt genannt hast. Auf deinem Facebook-Profil postest du was zu Corona, Leute, geht nicht auf diese Demos und so weiter und plötzlich geht das irgendwie los. Dann ganz klar transparent zu machen, was passiert hier eigentlich. Hier sind gerade sehr viele Anhänger von Verschwörungserzählungen, die hier meinen Account angreifen und Dinge behaupten, die irgendwie überhaupt ohne keine Faktenlage haben und hier versuchen, meinen Account zu stürmen. Das kann ich leider nicht zulassen und deswegen werde ich hier melden, blocken, moderieren. Und das bedeutet dann wirklich auch da hart durchzugreifen und zu sagen, die haben hier nichts zu suchen. Also es geht hier nicht sozusagen darum, also dass du irgendwie die Meinungsfreiheit von Leuten einschränkst, aber es sind deine Social-Media-Profile und genau, und da kannst du eben bestimmen, wer hier welche, also ne, da kannst du eben bestimmen, dass eben keine Lügen, muss man es ja nennen, keine Lügen auf deinen Profilen irgendwie geteilt werden. Und gleichzeitig eben die Leute, die so eine Diskussion, also die eine sachliche Diskussion führen, weil das kann man ja, ne? Man kann ja sagen, aber hier bestimmte Sachen sind ja zu kritisieren, da sind wir uns ja auch alle einig, das hast du ja selbst am Anfang gesagt, die eben zu ermutigen und auch eine Diskussion irgendwie zuzulassen, aber eben alle anderen, die eben nur versuchen, die gar nicht mehr diskutieren wollen, sondern eigentlich nur versuchen wollen, dich zu fluten, da eben wirklich von deinen Profilen zu verbergen, zu blocken und auch zu löschen. Ganz herzlichen Dank. Ich habe ja jetzt bewusst dich jetzt gefragt, was tue ich im Einzelnen, im halböffentlichen oder im öffentlichen Raum. Ich hätte jetzt noch als Übergang an Katar Schulz, weil ich habe ja die luxuriöse Situation, dass ich hier einfach Fragen stellen kann und mit euch reden kann. Erst von Tom Ulich, der uns nochmal erklärt hat, was passiert da gerade. Annalena sozusagen, wie geht man damit um? Dann frage ich gleich nach den politischen Antworten, frage ich gleich Katar Schulze, was man tun sollte, was Politik tun kann, soll und muss, aber ich würde dich fragen, was würdest du dir denn wünschen? Du hast ja ganz am Anfang auch beschrieben, was für ein Geschäftsmodell ist, wie Algorithmen funktionieren, wie Wut auch funktioniert, wie das befeuert. Deswegen würde ich das als Übergang zu Katar gerne dich nochmal fragen, was würdest du denn eigentlich an Regulierung dir von deutscher oder europäischer Politik oder auch Landespolitik wünschen? Wo siehst du da die Anknüpfungspunkte? Und dann gehe ich damit rüber zu Katharina Schulze. Also ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir uns, also wir haben uns jetzt letztes Jahr sehr intensiv mit Hass im Netz und digitaler Gewalt auseinandergesetzt. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns hier auch intensiv auseinandersetzen müssen, weil das wirklich tatsächlich genauso wie eben digitale Gewalt auch eine Bedrohung für unsere Demokratie ist. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall sozusagen gesetzliche Regulierung geben muss, was irgendwie wie, also wie diese, also das ist so, was irgendwie wie verbreitet wird. Also dass eben Fake News
und Lügen, Diffamierung so einfach verbreitet werden können und so weitreichend, ohne dass eben irgendwie widersprochen wird und sozusagen wie als normale Nachrichten ausgegeben werden, das kann einfach nicht sein. Und die Art und Weise, wie diese Algorithmen, wie die funktionieren, das ist eben auch total schädlich für unsere Gesellschaft. Und ich kann jetzt leider nicht das beste, das sozusagen super Konzept aus dem Hut zaubern, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass man darüber nachdenkt. Also eine Sache wäre irgendwie darüber nachzudenken, ob es eigentlich gut ist, dass solche großen Internetkonzerne solche Monopole haben, indem sie, wo sie eben dann auch sozusagen die einzigen sind, die darüber bestimmen können und ihren Algorithmus einfach so frisieren können. Und wir können dem eigentlich nicht entgehen, außer wir benutzen die nicht mehr. Und das ist ja für uns alle keine Option. Das heißt, genau, also im Moment ist es so, dass sozusagen Twitter, YouTube so ein bisschen anfangen, auch Fakten so anfangen eben hinzuweisen, wenn es gerade bei Verschwörungserzählungen auf eben irgendwie Fakten hinzuweisen und Faktenchecks und so weiter. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass es eben eine viel größere, also es nicht nur sozusagen auf Fakten und Faktenchecks irgendwie hingewiesen wird, sondern dass einfach auch gelöscht wird. Gerade bei den rassistischen und antisemitischen Videos. Und ich meine, Tom hat es ja gesagt, am Ende des Tages, dass da ist immer so eine antisemitische Verschwörungsmythos, ist irgendwie sozusagen die Grundlage. Und wenn das gemeldet wird, muss es überprüft werden, muss gelöscht werden. Und da sehen wir halt, dass es in den meisten Fällen nicht so ist. Okay, dann wird dann auf irgendwelche anderen Fakten hingewiesen. Aber wenn wir eben davon ausgehen, dass es darum geht, wer beherrscht eigentlich im Netz den Diskurs, dann sollte man eben denen nicht eine Bühne überlassen, die eben die ganze Zeit Lügen und rassistische Theorien verbreiten. Und deswegen, ja, finde ich, dass man auf jeden Fall die sozialen Netzwerke noch viel mehr in die Pflicht nehmen muss, dort eben ihrer Löschpflicht nachzugehen, so wie sie ja jetzt auch zumindest zum Teil bei digitaler Gewalt eben dazu gezwungen werden. Ganz herzlichen Dank an Annalena von Odenberg, der Geschäftsführerin von Hate Aid. Und jetzt komme ich zu Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag. Bereits letzte Woche einen Blogbeitrag zu dem Thema geschrieben, parlamentarische Initiativen im Landtag in Bayern gestartet und auch ein Land, wo das ja München stand da ja auch durchaus im Fokus in den letzten 10 Tagen, auch in der Berichterstattung durchaus. Und deswegen meine Frage an dich, was schlägst du vor, politisch zu tun? Also was sind politisch die richtigen Gegenstrategien, nachdem wir ja gerade gehört haben, sozusagen individuell damit umgehen soll, aber was ist Aufgabe von Politik dabei und was kann da geleistet werden? Ja, erstmal möchte ich vielen Dank sagen für die tollen Tipps und Tricks, was man im eigenen Umfeld machen kann. Ich glaube, es geht wahrscheinlich allen, die jetzt auch gerade zuschauen, so, dass man sich ab und zu denkt, puh, muss ich wieder ganz von vorne anfangen mit dem Erklären. Aber umso wichtiger finde ich auch den Appell, dass man erstmal niemanden aufgeben soll, sondern dass man erstmal rein soll in die Diskussion. Und jetzt, Micha, du hast gefragt zu diesem Thema, was können wir politisch machen? Also mir ist dabei erstmal total wichtig, ich bin ja Innenpolitikerin mit Leib und Seele, dass wir unsere Versammlungsfreiheit verteidigen. Gerade auch als Grüne, wir sind eine Bürgerrechtspartei und es kann nicht sein, dass in Krisenzeiten Regierungen probieren, die Versammlungsfreiheit klein zu bekommen. Jetzt komme ich aus Bayern und da habt ihr es ja vielleicht mitbekommen. Wir hatten von Anfang an bei den ersten Verordnungen ein super, also Versammlungen per se verboten, während andere Bundesländer von Anfang an ein bisschen vorsichtiger davor gegangen sind und gesagt haben, ja, Versammlungen, wenn sie dem Hygieneschutz zusammenpassen, sind sie erlaubt. Das heißt, wir Grüne in Bayern haben dafür gekämpft, wie Löwinnen, dass Markus Söder da seine Regularien etwas lockert und dass wir Versammlungen unter Einhaltung des Infektionsschutzes eben auch erlauben. Und ich finde, das ist sozusagen mein erstes wichtiges, ja, ich will die Versammlungsfreiheit halten, aber ja, ich möchte auch den Infektionsschutz also festhalten. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, warum gerade auch in Bayern, als dann vorletzten Samstag bei einer Demo, wo 80 Leute sozusagen angemeldet waren, 3000 eng auf dem bei uns Marienplatz standen, ohne Maske, eng gedrängt. Tom hat es gesagt, die ganze Mischung war dabei, extreme Rechte, ImpfgegnerInnen, Verschwörungsmythologen, Antisemiten, AfD war übrigens auch groß mit dabei. Gab keinen Widerspruch von dieser 3000-Gruppe, dass wir Grüne gesagt haben, so sorry Leute, so geht es nicht. Ja, Versammlungsfreiheit ja,
aber Infektionsschutz muss eingehalten werden. Und deswegen haben wir einen Antrag im Bayerischen Landtag gestellt, dass die Polizei, die ja in sowas sehr gut auch immer geschult ist, auch gerade die bayerische Polizei, dafür sorgen soll, dass die Regeln eingehalten werden. Also es muss sozusagen ein klares Konzept entwickelt werden, wie man verfassungsrechtlich garantiertes Demonstrationsrecht in einer Pandemie umsetzen kann. Und ich finde bei dem Thema auch wichtig, dass man immer darauf achtet, dass natürlich auch die Einsatzkräfte gut geschützt sind. Weil ehrlich gesagt, für Polizistinnen und Polizisten ist es auch ziemlich schwierig, wenn da 3000 Leute dicht gedrängt, ohne Maske, du sollst dann rein und irgendwie diese Demo auflösen. Also musst du von vorab dir ein Konzept überlegen, einen größeren Platz denen nur geben, nur eine bestimmte Anzahl an Leuten auf diesen Platz lassen und zur Not eben auch die Demonstration auflösen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man da so ein gescheites Versammlungskonzept in Zeiten der Pandemie macht. Der zweite wichtige Punkt, da habt ihr beide mir aus der Seele gesprochen, ist einmal mehr Infos. Also ich würde das unter dem Aspekt zusammensetzen, nachfragen. Ja? Also wir haben einen Berichtsantrag im Bayerischen Landtag gestellt. Wir wollen wissen, welcher Neonazi, welche rechtsextreme Gruppe war da mit dabei? Wer hat dazu aufgerufen? Was wissen die Sicherheitsbehörden? Weil ganz oft kommt ja dann so, dass, ja, das sind ja nur normale Bürgerinnen. Jetzt sagt die Schulze hier wieder, das wären alles Rechtsextremisten. Was, das geht ja alles gar nicht. Dabei haben Sicherheitsbehörden da oft schon auch Erkenntnisse, dass die rechtsextremen Gruppierungen, wie Tom und Annalena ja auch formuliert haben, sehr wohl da mitmischen. In Bayern kann ich euch zum Beispiel sagen, dass die Staatsregierung uns schon sozusagen gesagt hat, dass Rechtsextremisten führend mit dabei waren, zu dieser Demo mit aufgerufen haben, Reichsbürger da unterwegs sind. Also dass man einfach diese Fakten hat. Das heißt, es ist unser Job als Politikerinnen und Politiker, Fakten zu sammeln, dass wir die öffentlich machen können. Und der nächste Punkt beim Thema Fakten sammeln ist natürlich in die Forschung investieren. Da habt ihr mir beide aus der Seele gesprochen. Es ist doch absurd, dass wir in dem Bereich noch gar nicht so viel Forschungswissen haben, wie wir eigentlich bräuchten. Also lasst uns was aufsetzen. Was ist die Einflussnahme von Staaten außerhalb von Europa oder sogar innerhalb Europas? Wie wird das Thema Frauenfeindlichkeit, das Thema Fremdenfeindlichkeit bewusst gesetzt? Welche Mechanismen sind denn dahinter? Wie funktioniert es mit den Algorithmen? Weil man darf immer nicht vergessen, ich habe manchmal so das Gefühl, ich habe mich damit auch schon so viel beschäftigt, da ist mir das sozusagen alles klar. Aber wenn ich mit Leuten darüber rede, die jetzt nicht ständig sich das so angucken, war zum Beispiel, letztes Beispiel, dann können wir über was anderes reden, eine Sache, wo alle vom Stuhl gefallen sind. Micha, du hattest unser Landtagswahl 2018 angesprochen. Da hat ein britisches Institut mal angeschaut, ob es Einflussnahme auf die bayerische Landtagswahl gab. Die Studie hieß Battle for Bavaria. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, selbst ich, als ich von der Studie nach der Landtagswahl erfahren habe, habe mir im ersten Moment gedacht, naja, Einflussnahme auf eine Landtagswahl, sowas passiert in den USA bei Donald Trump, vielleicht noch die Bundestagswahl und in Russland wahrscheinlich auch, aber wen interessiert die bayerische Landtagswahl so? Und diese Studie war hochinteressant, weil sie hat genau aufgelistet, ja, es gab versuchte Einflussnahme, Unterstützung der AfD durch rechtsextreme Netzwerke, Hauptgegner rausgesucht, uns Grüne und als Grüne mich dort als Spitzenkandidatin, wo all das gemacht wurde, was Annalena gerade erzählt hat, dass es Foren gibt, wo Leute nichts anderes tun, wie jeden Morgen ihren Followern schreiben, hier ist der neueste Post von der Schulze, schreibt ihr das drunter, schreibt irgendwie, schneidet ein Video zusammen mit falschen Tatsachen, verteilt es. Und das war, ich kann jetzt sozusagen nur für Bayern sprechen, auch so, glaube ich, für uns Grüne und so für unsere Community, total erhellend, weil es erklärt hat, was in diesem Landtagswahlkampf abging. Weil man mal eine wissenschaftliche Zusammenstellung davon hatte, wie andere Parteien, da namentlich die AfD und auch Rechtsextremisten, probieren, Einfluss zu gewinnen. Und ich glaube, das muss viel präsenter werden. Das gehört zur Medienbildung dazu. Das muss sozusagen eigentlich im Kindergarten beginnen, über die Volkshochschulen, lebenslanges Lernen, dass uns allen bewusst wird, wie in diesem Internet Meinung gemacht wird und wer da auch welches Interesse hat. Und wenn ich das weiß, dann kann ich Dinge ja auch viel besser einordnen. Und ich glaube, das ist auch ein Job von uns Politikerinnen und Politiker, dieses einzufordern, Medienkompetenz, Digitalkundeunterricht, und eben mehr Geld für Forschung in dem Bereich zusammenstellen.
Danke. Ich habe nochmal zwei Nachfragen an dich. Das eine ist, du hattest ja schon angesprochen, Bayerischer Landtagswahl, ich erinnere mich auch an gegen das Polizeigesetz, die großen Demos in München, wo du eine der treibenden Kräfte warst. Und jetzt habe ich vorhin, und ihr habt das ja auch schon in die Bayerischen Grünen gesagt, ganz klar gesagt, weil das, was Tom Ulich beschrieben hat, wer da mit auf die Straße geht, mit Nazis, mit Antisemiten, mit Rechtsextremen, mit denen geht man nicht auf eine Straße. Ne? Und deswegen die Frage an dich, aber trotzdem, wie gehe ich um damit? Wie protestiere ich dann gegen den Grundrechtseingriff? Du hast gesagt, in Bayern war das Eingriff in die Versammlungsfreiheit besonders groß, ja, also sozusagen gar nichts ermöglicht. Also wie gehe ich damit um, wenn ich als Bürgerinnen und Bürger, und wir wertschätzen ja Engagement, ja, wie gehe ich damit um, wenn ich sage, okay, ich finde das aber ganz furchtbar, was da passiert. Oder von mir aus, ich mache mir Sorgen im Kunst- und Kulturbereich, dass es da keine Unterstützung gibt. Oder als Solo-Selbstständige, ich durchs Rost falle. Es gibt ja nur genügend Fragen. Oder wir können alle, glaube ich, alle mit Kindern zu Hause können gerade viel über das deutsche Bildungssystem und Kitas und Schulen sagen. Und so, wenn man sagen will, na, dazu habe ich aber jetzt ein Problem, dazu möchte ich gerne protestieren, allerdings nicht mit Antisemiten und Nazis. Was mache ich dann? Diese Frage würde ich dir gerne stellen, weil ich ja weiß, dass du jemand bist, die das nun auch selber mit großer Leidenschaft und großer Glaubwürdigkeit gemacht hast. Wie gehe ich damit um? Ja, das ist, finde ich, eine super entscheidende und zentrale Frage, weil ich sehe das so, wie du es formuliert hast. Es ist schon auch Bürgerinnen und Bürgerpflicht zu gucken, mit wem man dort auf die Straße gehen würde. Also ich finde, das ist einfach gehört so eine aufgeklärte Gesellschaft dazu, dass ich eben mit Rechtsextremisten und Antisemiten nicht zusammen auf eine Demo gehe. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich jetzt alles gutheißen muss, was Regierungen machen. Es wurde ja auch schon genannt, es gibt ja auch noch viel, was wir jetzt in dem Weg leben mit der Pandemie, auf den wir uns jetzt gerade machen, auch gemeinsam ausdiskutieren müssen, wo unsere Stimmen gehört werden müssen, wo verschiedene Gruppen deutlich machen müssen, was das für sie bedeutet und wie sie es gerne anders haben möchten. Darum wäre da meine ganz klare Empfehlung und Antwort, andere kreative Protestformen sich zu überlegen. Man kann ja trotzdem auch eine Demo anmelden, aber man muss ja nicht sie auch am Samstag um 13 Uhr auf der Theresienwiese auf der sogenannten Hygienedemo machen. Du kannst ja genauso gut, wenn du ein Kunst- und Kulturverein bist, eine eigene Veranstaltung anmelden, wo du dann den Infektionsschutz mit der Versammlungsfreiheit zusammenbringst, wo du schon in deinem Aufruf reinschreibst, hey, uns ist es wichtig, wir haben eine globale Pandemie, wir wollen ein Teil der Lösung sein. Wir wollen also hier so eine Kundgebung machen, wo wir 1,5 Meter Abstand halten. Keine Ahnung, wir machen bunte Kreise auf dem Boden und dann stellen wir uns dorthin und wir inszenieren das als eine Art Happening. Dann gibt es ein tolles Bild und wir machen darauf aufmerksam, dass nicht sein kann, dass Künstlerinnen und Künstler in dieser Pandemie schier vergessen werden. Das kann man zum Beispiel machen. Man kann seinen Protest ganz deutlich daraus machen, dass man Abgeordnete informiert, anschreibt, sie anruft, E-Mail schreibt, dort sozusagen laut und deutlich kundtut, was einem nicht passt. Ich bin ja jetzt selber Abgeordnete und finde es interessant. Manche haben eine sehr laute Lobby, sind sehr, sehr laut und andere, glaube ich, die probieren nur irgendwie durch den Alltag zu kommen und haben dafür gar nicht so die Zeit und die Kraft, das laut zu sein. Und auch da kann ich nur appellieren, das lieber mal tun, auch deutlich zu artikulieren, was nicht gut läuft, beispielsweise beim Thema Kinderbetreuung und Homeschooling, um Homeoffice irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Auf Dauer ist es nicht aushaltbar. Also was kann man dagegen tun? Und so dann auch zum Beispiel Parteien und Organisationen unterstützen, die ins ähnliche Horn stoßen, die da auch sozusagen ständig drauf aufmerksam machen. Das sage ich jetzt auch ein bisschen eigennützig, weil es uns natürlich Grüne dann auch hilft, wenn wir im Parlament über eine Öffnung der Notbetreuung in den Kitas diskutieren, wenn man dann auch in der Debatte mit den Kolleginnen und Kollegen der Regierung sagen kann, hey, das ist nicht nur die Meinung von uns Grünen, sondern hier Kita X, Y und Z, die Eltern so und so und so sagen das ebenfalls. Also was ich damit sagen möchte, es ist richtig, seine Meinung kundzutun, es ist richtig, auch das anzukreiden, was im Moment nicht gut läuft, aber man kann das auf demokratischeren Wege tun und man muss sich dafür nicht mit Rechtsextremisten und Antisemiten zusammentun. Ganz herzlichen Dank. Und ehrlich gesagt, ich erlebe das bei mir zumindest zu Hause. Die Kinder wollen das auch sehr gerne wieder mit anderen Kindern auch zusammen sein und wollen. Also die würden auch noch mit protestieren. Ich habe noch eine andere Nachfrage an dich, Katja, weil du hattest ja auch die Landeszentrale für politische Bildung für Bayern vorgeschlagen in dem, was ihr gemacht habt. Jetzt habe ich da mal die Frage, hätte ich jetzt wenig Zutrauen, wenn die
bayerische Regierung sozusagen verkündet, was wahr und was falsch ist. Und da bin ich wahrscheinlich, sind wir wahrscheinlich auch einer Meinung, dass ist ja eine Koalitionsregierung in Bayern, das verschweigt die CSU ganz gern mal nach der letzten Wahl. Aber es ist natürlich schon, sozusagen, da ist ja auch ein großer Unterschied zu dem, was wir politisch wollen, erreichen wollen. Das ist ja auch ein Teil eines demokratischen und diskursiven Prozesses. Aber wie kann Politik dann darüber aufklären, ohne dass es jetzt Verkündung von Wahrheit ist oder von einer Seite? Also was ich meine, wie gehe ich über diesen Spannungsbogen um? Ich will ja nicht, ich kann ja weder als Partei noch als Regierung vorschreiben, was ist wahr und was ist falsch und wie finde ich da eine Lösung drauf? Das nochmal als Frage an dich. Und dann würde ich anfangen. Wir haben ganz viele Fragen bekommen, die sind auch im Fragechat, die sind gebündelt. Ich rufe dir dann gleich auf, versuche Leute reinzuschalten, so dass wir dann auch Fragen beantworten können. Auch Tom, du hast am Anfang ja viel gesagt, wenn du noch politische Forderungen hast, auch an uns Grüne politische Forderungen hast, dann fühl frei, dich nachher in der Fragerunde sie einfach mit reinzuwerfen. Und das finde ich gut, auch von dir nochmal zu hören. Aber erstmal die Frage noch bitte und dann würde ich anfangen mit den Fragen aus dem ganzen Fragetool anzufangen. Ja, deine Frage zielt ja auf diesen Riesenbereich der Prävention hin, ja? Also, ich meine, wir haben jetzt viel darüber geredet, was muss man kurzfristig tun, irgendwie die ganzen Social Media Plattformen stärker in die Pflicht nehmen, die Polizei, Justiz muss da klar hinterhergehen und all das, wenn sich jemand nicht an Auflagen hält und all das, aber eigentlich ist ja das viel Entscheidendere auch, wie können wir im Stichwort Demokratie, Medienbildung, das verstärken. Und da ist dann eben, kann natürlich nicht sein, dass die Regierung sich hinstellt und sagt, okay, das ist jetzt wahr, das ist jetzt falsch, sondern sollten wir auf zivilgesellschaftliche Organisationen setzen, beispielsweise die Bayerische Landeszentrale für politische Bildung, die einfach nur mal aufzeigt, wie entstehen Verschwörungsmythen, was sind die Bilder dahinter und wie erkennst du sie? Es ist ja, mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir die Leute selbst empowern und zu selbst, also die Selbstkritik, das selbstkritische Sein an Menschen wieder stärker nach vorne stellen. Und das sind einfach Dinge, die man lernen muss. Also das gehört in die Schulbildung rein, in die außerschulische Bildung. Wir Grüne wollen ja ein Demokratiefördergesetz, wir wollen eine zentrale Koordinierungsstelle Demokratie, wir wollen, das ist nämlich sehr peinlich in Bayern, endlich ein Landesprogramm zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Haben wir nämlich nicht. Das sind alles so Dinge, wo der Staat natürlich auch einfach Mittel zur Verfügung stellen muss, damit Zivilgesellschaft ihre Arbeit gut machen kann und nicht immer nur irgendwie abhängig von Spenden sind, in der Hoffnung, irgendjemand spendet, damit sie irgendwie ihre wichtige demokratische Arbeit weitermachen können. Und das sind so Dinge, wo der Staat einfach Ressourcen bereitstellen sollte für mehr Demokratie und Medienbildung. Und ich weiß jetzt nicht so genau, wie es in anderen Bundesländern aussieht, aber ich kann auf jeden Fall für Bayern sagen, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Ganz herzlichen Dank. Dann würde ich jetzt und ich werde nachher Tom auch nochmal, der auch dazu arbeitet, Umgang mit Mythen und Verschwörungstheorien auch nochmal fragen. Aber ich hätte jetzt die ersten Fragen und ich würde schauen, wenn ich rufe jetzt Leute auf, wer Fragen stellt und gar nicht aufgerufen werden soll, der müsste das bitte sonst mit dazu schreiben. Aber ich würde jetzt erstmal Claudia Hoffmann und danach Judith Libu da aufrufen. Also bitte, liebes Team, holt auch mal die Claudia mit dazu per Ton, damit sie ihre Frage stellen kann. Einen wunderschönen Abend, Claudia Hoffmann. Hallo, vielleicht hat es schon geklappt und du kannst reden. Wenn es nicht klappt, dann sehe ich deine Frage auch und ich lese sie vor. Aber ich finde es eigentlich schöner, das live und direkt zu machen. Hallo, Claudia. Hallo, ich hoffe, man kann mich hören. Ja, wunderbar. Von wo aus rufst du an? Sehr schön. Gerade aus Niedersachsen, weil ich ja meinen zweiten Wohnsitz wieder aufsuchen darf. Okay. Sonst wäre es Hamburg eigentlich. Ja, Schön, ich dass du habe mir dabei vor, bist. ja, ich erlebe das auch. Ich reise zwischen Stadt und Land hin und her und bin auch in der Familie mit Verschwörungsgeschichten massivst sozusagen konfrontiert, was dazu führt, dass der Kontakt zu den eigenen Enkeln eingeschränkt ist über die Eltern, die sich sehr dieser Situation hingeben. Und das macht mir schon sehr lange Gedanken. Ich finde auch, das ist eine Neuauflage von dem, was 2015, 16 und so weiter schon passiert ist. Da hatte ich so zufällig ein Sabbatjahr. Ich bin Lehrerin und war an den Grenzen Europas unterwegs, um Flüchtlinge willkommen zu heißen. Und für mich ist das alles sozusagen eine lange, lange Erzählung schon. Nichtsdestotrotz, ich bin auch
Medienpädagogin und ich mache mir so Gedanken, weil ich lange schon finde, wir bräuchten redaktionelle Netzwerke. Wie setzen wir die zusammen, um sozusagen ständig daran zu arbeiten, wie wir Fakten wieder ins sozusagen ins unser Leben reinbekommen, wie wir uns orientieren können, wie wir entlarven können, wie wir klarstellen, wer hinter wem steht, wer spricht da eigentlich. Das sind ja letztendlich ganz erstmal ganz einfache Dinge. Und es muss uns ja auch allen klar sein, dass immer auch eine Meinung und eine Haltung sozusagen hinter dem steckt, was man sozusagen sagt, dass man eine Grundposition hat. Und es wird ja oft heutzutage unterstellt, dass die Medien sozusagen alle nur gleichgeschaltet sind und keine Fakten sagen würden, weil diese Trennung nicht da ist. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, man kommt mit dieser reinen Frage des, nur die Mythen aufzutun, nicht so richtig hinterher. Also mit Verschwörungsgegnern brauche ich da gar nicht anzufangen oder Befürwortern vielmehr, weil die mir sowieso alles aus dem Mund nehmen. Also es wird sozusagen alles wieder umgedreht. Ich brauche also echt, ich muss denen auch beweisen können. Ich muss aufzeigen können, wer dahinter steckt. Ich muss die ganze Legende sozusagen entlarven können. Und dazu brauche ich ein redaktionelles Netzwerk. Das kann ich ja nicht täglich alleine. Also ich brauche sozusagen unabhängige Gremien, die sich definitiv und ständig damit auseinandersetzen. Ich war sehr beeindruckt, dass sich das offensichtlich in Frankreich zum Teil auch schon gibt. Ich habe den Namen der Organisation vergessen. Aber wir brauchen eine Plattform, die sich jeden Tag und immer wieder unermüdlich mit dem auseinandersetzt, was in den sozialen Netzwerken passiert. Das geht nicht mehr anders. Also auch für die Schulen braucht man. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, dass wir Grünen da eine Aufgabe haben, das mit aufzubauen. Danke, Claudia. Ich würde jetzt Tom, Annalena, Katha bitten, schreibt euch Notiz auf oder so. Ich würde jetzt mal 2, 3 Stimmen dran nehmen und dann sozusagen euch zurückgeben, wenn das in Ordnung ist, damit wir so ein bisschen auch unterschiedliche Punkte und Ideen mitnehmen. Deswegen ganz herzlichen Dank an Claudia. Ich würde gerne als nächstes Judith hier begrüßen. Hallo Judith und nach Judith Gitte Trostmann. Liebe Judith, kannst du sprechen? Klappt das? Hast du dein Mikrofon an? Ja, hallo. Wenn ihr mich hören könnt. Hallo. Ich höre dich sehr gut. Von wo aus folgst du uns, wenn ich fragen darf, Judith? Uelzen, Niedersachsen. Und Zufall, jetzt zweimal Niedersachsen hintereinander. Ja. Ich danke euch für eure Informationen. Das hat mir schon sehr viel gebracht. Ich habe genauso einen Fall, den ihr vorhin geschildert habt. Ein super guter Freund von mir hat in der letzten Woche angefangen, so Verschwörungstheorien öffentlich zu posten auf Facebook. Es hat mich sehr erschüttert und der Versuch, das irgendwie sachlich zu diskutieren, geht ja jetzt im Moment auch nur aus der Ferne, wollte überhaupt nicht gelingen und das hat mich sehr deprimiert. Er hat seine Verschwörungstheorien mit den wirrsten YouTube-Videos hinterlegt. Und dann kam irgendwas, dann ging es um Event 201. Und das hat mich so ein bisschen erschüttert, weil ich davon vorher noch nichts gehört habe. Und als ich dann darüber gelesen habe, habe ich gedacht, oh verdammt, das ist, da kann man sich was zusammenreimen, ja, wenn man sich was zusammenreimen will. Und da würde ich gerne von euch wissen, wie kann ich zu dem Thema argumentieren? Ganz, ganz herzlichen Dank, Judith. Und würde ich gerne als nächstes Gitte Trostmann hier in der Runde begrüßen. Wenn das klappt, Gitte, würde ich gerne wissen, ob du auch aus Niedersachsen uns zuhörst oder ob du von woanders dieser Veranstaltung folgst. Wunderschönen guten Abend. Du hast gelacht, hallo, aber wo kommst du jetzt her? Hallo. Ich komme nicht aus dem schönen Niedersachsen, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus Gütersloh. Das ist aber nicht so weit weg von Niedersachsen, das ist ja schon nur, das ist ja fast um die Ecke. Kommt drauf an, wo man ist. Aber tatsächlich ist es gar nicht so furchtbar weit, du hast recht. Ja, also mir geht es tatsächlich auch so ein bisschen in die ähnliche Richtung, wie meine Vorrednerin gerade gesagt hat. Manchmal hört das einfach auf mit den Fakten und mit den Argumenten. Ich habe es als Beispiel geschrieben, Holocaust-Leugner interessieren Fakten auch mal herzlich wenig. Die haben halt ihre Meinung und ich frage mich immer, ihr habt ja gesagt, man soll Dinge nachfragen und man soll auch nochmal versuchen, den Diskurs zu halten und so weiter und auch die Diskussion zu halten. Aber an welcher Stelle ist sozusagen so der Moment,
erreicht, wo man sagt, diese Diskussion ist jetzt beendet? Also wann ist das legitim, das zu tun? Was muss passiert sein oder was muss man gefühlt haben? Oder woher weiß ich, dass das jetzt, dass es jetzt gerechtfertigt ist, diese Diskussion zu beenden sozusagen? Und habt ihr eine Rausgehstrategie sozusagen? Auch für unseren Wahlkampf jetzt am Stand, den wir ja in Nordrhein-Westfalen dieses Jahr noch vor uns haben. 13. September ist Kommunalwahl. Ich wünsche ganz viel Erfolg bitte bei der Bürgermeisterwahl in Gütersloh. Ja, ich drücke Daumen und wir unterstützen das sehr, sehr gerne. Ich würde als Letzte noch als dazu nehmen, Marie Sarno mit der Frage, und dann würde ich abgeben an euch zum Antworten. Aber da haben wir mal eine ganze Reihe von Stimmen erstmal gehabt. Marie, wenn das auch so gut klappt, wäre das ganz großartig. Ja. Wunderschönen guten Abend, Marie. Von wo aus verfolgst du unser Webinar? Von wo schaltest du dich zu? Aus dem schönen Balkon in Leipzig, aus Sachsen. Genau. Ah, wunderbar. Steckt schon wieder Sachsen, also fast wieder in Niedersachsen. Da ist ja auch der Bestandteil Sachsen dabei. Aber jetzt. Genau. Die Verbindung kriegt man immer. Okay, ja, meine Frage ist ein bisschen. Ja, es ist irgendwie schwierig, teilweise Leute aufzugeben, gerade wenn es sehr, sehr enge Personen sind. Vor allen Dingen bei Familie finde ich das sehr schwer, bei engen Freunden. Bei mir trifft es zum Beispiel meine eigene Mutter. Das ist halt keine Option für mich, da zu sagen, okay, ich breche da irgendwelche Kontakte ab oder so. Genau, und ich habe schon mehrere Gespräche geführt. Und ich scheitere häufig bei diesem Punkt, also diese Schritte, die Annalena von Bodenberg schon gesagt hat, die habe ich alle versucht zu beachten. Also die habe ich irgendwie intuitiv benutzt. Aber ich scheitere dabei, dass immer wieder das Argument dann kommt, dass seriöse Quellen oder bekannte Quellen, die man so kennt, dann wegargumentiert werden, so nach dem Motto, dass da steckt irgendwie ein größerer Plan dahinter, die wollen uns alle bloß instrumentalisieren und an diesem Schritt geht es einfach nicht weiter mit der Diskussion. Und da ist so meine Frage, ob man das irgendwie lösen kann, genau diese Stelle. Ganz, ganz herzlichen Dank und ich danke euch auch sehr für diese offenen Fragen und auch dieses, zeigt glaube ich, wo die Probleme auch liegen und das ist für uns alle nicht weit weg ist dieses Thema, auch im Umfeld. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich würde jetzt mal eine Antwortrunde machen. Ich würde gern mit Tom anfangen, wenn du magst. Du hast auch, wenn ich das ja richtig weiß, auch viel zu diesem Umgang mit Mythen, wie man damit eigentlich umgeht, selber auch schon gearbeitet. Das war ja auch ein Teil der Fragen. Deswegen bitte und dann gehen wir einfach eine Runde rum. Genau, also das ist ja auch sozusagen, was wir vor allen Dingen in unserer Arbeit in der Bildungsstätte machen, eben politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, und gerade auch um genau solche Themen kreisen die. Und ich fand es gerade total eindrücklich, also dass bei allen vier Fragen eigentlich die Thematik war, das passiert in meinen Nahbeziehungen. Das ist nicht irgendwie, das sind nicht nur die Leute, die jetzt in Nürnberg oder München, Köln, Berlin da irgendwie auf solchen komischen Demos stehen, sondern das passiert bei Familienfeiern, das können Kollegen sein, Freunde, die man eigentlich total gerne hat, die plötzlich oder gefühlt plötzlich irgendwie diesen Verschwörungsmythen so sehr anhängen. Und das ist natürlich was total, also das kann was total Brutales sein, das Gefühl zu haben, okay, also muss ich jetzt den Kontakt abbrechen oder will ich mit jemandem befreundet sein, die antisemitische Mythen verbreitet. Und oft geht es eben nicht so einfach, weil man die Person dann eben trotzdem noch ganz gerne mag, was ja irgendwie auch okay ist. Und das heißt, es ist total schwierig und ich fand das gerade, also erstmal irgendwie Respekt dafür, dass die, die gerade sich zugeschaltet haben, das Dilemma so offengelegt haben. Ich würde sagen, dass also bei dem Umgang damit geht es immer darum, also was für eine Beziehung habe ich zu der Person und dann auch, was für eine Arbeitsbeziehung habe ich auch zu der Person. Also ist die empfänglich für Argumente, ist die empfänglich für Gegenargumente, für Faktendiskussion oder sowas, oder passiert dann das, was jetzt gerade auch berichtet worden ist, dass man dann eben die Fakten jetzt dagegen sprechen, gegen die Verschwörungstheorie, dann sozusagen einfach nur als Teil der Verschwörung selbst sieht. Und dann funktioniert das nämlich eben nicht mehr. Und zum Teil hat man, würde ich sagen, auch die Auseinandersetzung bereits verloren, wenn man sich auf diese Faktendiskussion einlässt. Also sobald
Beispielsweise, das war 2014, da haben wir das zum Teil noch manchmal versucht, da mit Leuten ins Gespräch zu kommen, um überhaupt zu gucken, wie ticken die so, als es gerade angefangen hat mit diesem Montagsmahnwachen. Und wenn man da mit den Leuten drüber spricht, gerät man vielleicht an einen 9-11-Truther, also Leute, die glauben, dass die Anschläge vom World Trade Center auf das World Trade Center nicht von Al-Qaida, sondern vom Mossad oder vom CIA oder von den Reptilienmenschen oder sowas veranstaltet worden sind. Und wenn man mit diesen Personen redet, dann kommen die mit unwahrscheinlich vielen so Pseudofakten daher. Also Verschwörungstheorien versuchen, die imitieren sozusagen Wissenschaft, versuchen mit ganz vielen Quellen, naturwissenschaftlichen, pseudonaturwissenschaftlichen Pseudoerkenntnissen um die Ecke zu kommen. Und die Leute sind da zum Teil relativ gut vorbereitet auf solche Diskussionen. Und wenn man dann zum Beispiel mit denen diskutiert, ja, warum glaubst du das? Also erstmal so irritierend nachfragen, wie du, Annalena, das vorhin vorgeschlagen hast, finde ich auch immer der sinnvollste erste Schritt. Also sozusagen, woher hast du denn das Wissen? Woher meinst du zu glauben, zu wissen, was du glaubst? Etwa so. Also erstmal irritierend nachzufragen und dann sagen die vielleicht sowas, ja, das kann nicht durch die Flugzeuge verursacht worden sein, weil Stahl kann bei der Temperatur, die so ein explodierendes Flugzeug hat, niemals schmelzen. Und dann habe ich mich vielleicht vorbereitet und habe Fakten gelesen und mich selber so ein bisschen eingelesen und weiß dann, ja, Stahl muss auch nicht schmelzen, der muss sich nur biegen, damit ein Gebäude zusammenstürzt. Und dann sagen die, aber das Flugzeug war nicht voll betankt. Und dann gerate ich in Schwierigkeiten, weil dann muss ich sozusagen weitermachen und muss den nächsten Faktencheck machen und noch einen Faktencheck. Und wenn ich dann festgestellt habe, ja, aber das Flugzeug wurde voll betankt in Hamburg, und hier sind irgendwie die Unterlagen, die das belegen, dann sagen die, ja, aber in dem Tag sind keine Juden im World Trade Center zur Arbeit gegangen und so weiter. Also worauf ich hinaus will, ist sozusagen diese Faktenschlachten kann man unter Umständen auch nur verlieren, weil sozusagen, bis man das erstmal alles widerlegt hat, tauchen einfach die neuen, tauchen neue Mythen und Bilder auf. So schnell kann man die gar nicht widerlegen. Und deshalb würde ich auch gerade, wenn jemand sich da schon so ein bisschen reingesteigert hat, und man aber eine Beziehung zu dieser Person hat und eigentlich auch eine emotional gute Beziehung zu der Person hat, dann eher versuchen, auf die Wurzeln der Verschwörungstheorie abzuzielen. Also weniger auf den vermeintlichen Wahrheitsgehalt der Verschwörungstheorie. Was stimmt da dran jetzt oder was stimmt da dran nicht? Wie viele Juden waren jetzt bei der Arbeit und wie viele sind nicht zur Arbeit gegangen oder so? Solche Diskussionen sind nicht zielführend, weil es eigentlich den Leuten um was vollkommen anderes geht. Einerseits geht es ihnen natürlich darum, irgendwie dieses Ressentiment auszuleben, aber das Ressentiment erfüllt ja auch eben den Zweck, mit eigenen Unsicherheiten, mit eigenen Ängsten umzugehen. Deshalb kann es manchmal unter Umständen, es ist jetzt auch es gibt keine Lösung für alles sozusagen, aber unter Umständen kann es sinnvoll sein, dass wenn eine Person sagt, ja, Bill Gates will uns alle zwangschippen am 15.05., um damit was weiß ich zu machen, die Person vielleicht auch erstmal zu fragen, wie es ihr denn sonst so geht. Also, wie fühlt sie sich eigentlich jetzt gerade mit dieser Situation, die so wahnsinnig angespannt ist? Hat sie vielleicht Angst? Ist sie vielleicht eigentlich total nervös? Und ist es sozusagen der verhinderte Ausdruck des Ganzen? Das heißt sozusagen, ich würde empfehlen, und das jetzt immer gesetzt im Fall, dass man sozusagen so eine emotionale, eine Nahbeziehung, eine funktionierende Beziehung zu der Person hat, zu gucken, was herauszufinden, gemeinsam mit der Person, was sind denn eigentlich die Wurzeln des Bedürfnisses nach diesen Verschwörungstheorien, weil die erfüllen ein Bedürfnis und da muss ich irgendwie rankommen. Und auch so in der Form rankommen, dass es der Person auch erlaubt, auch Unsicherheiten bei sich selber zuzulassen. Also irgendwann vielleicht bestenfalls dahin zu kommen, ja, ich weiß auch einfach Sachen nicht. Ich weiß nicht, wie diese Reproduktionszahl ermittelt wird und ich weiß nicht, wie wichtig die jetzt ist oder so. Dass man sozusagen auch das Gefühl vermittelt, dass das auch total okay ist, Sachen nicht zu wissen und Sachen nicht zu kennen. So. Ganz herzlichen Dank. Ich habe Katha mit Applauszeichen gesehen. Das willst du direkt anschließen, dann Annalena? Katha jetzt erst oder soll ich? Ja, ich habe Katha anschließen, aber mach du bitte. Das Mikro ist an, wunderbar, leg los und Nee, dann alles Katha. gut. Ich wollt gerne, genau, also ich finde, das ist genau das ist ein wirklich guter Punkt, den Tom jetzt gemacht hat. Also wirklich da sozusagen an diese Wurzel dieser Angst irgendwie ranzugehen. Und das ist, genau, das ist einfach wirklich eine große Herausforderung. Ich würde nochmal gerne was zu der ersten Wortmeldung sagen. Und zwar zu diesem Fakten. Checking, also das kann ich nur unterstreichen und das ist eben auch für das viel zu wenig tun. Also es gibt sozusagen
um ein bisschen auf sozusagen Faktenchecker hinzuweisen, es gibt zum Beispiel den Faktenfinder der Tagesschau, es gibt mimikama.at, also AT Austria, wo man eben eine E-Mail hinschreiben kann und immer wieder sozusagen Sachen, wo man sich denkt, naja, ist es jetzt, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht, wo man sich selber vielleicht unsicher ist oder auch anderen Leuten das demonstrieren will, wo man das hinschicken kann und das eben überprüfen lassen kann. Also ein bisschen gibt es das schon, aber tatsächlich sozusagen, und Tom wird wahrscheinlich noch ein paar andere kennen, aber tatsächlich sozusagen im Vergleich zu dem, also zu der Masse an Verschwörungserzählungen und Mythen, denen wir uns irgendwie gegenübersehen, ist es natürlich total wenig. Und ja, was wir eben auch schon gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, ist, dass eben gerade an der politischen Bildung total viel gespart wurde. Es ging ja auch darum, sozusagen Medienbildung für Schüler und Schülerinnen und Lehrer und genau das und Lehrerinnen. Und genau das ist eben in den letzten Jahrzehnten eigentlich flächendeckend passiert. Und dazu gehört eben auch Medienbildung. Und sozusagen, wir sehen uns plötzlich einer Situation gegenüber, wo es nicht nur irgendwelche Zeitschriften oder irgendwelche kruden Bücher, von denen man sich sowieso immer lange ferngehalten hat, wo man dann die dann so die typüblichen Verdächtigen irgendwie am Kiosk gekauft haben, sondern jetzt ist es so, dass uns das bei Facebook sozusagen oder bei Google in den Anzeigen eben irgendwelche nicht faktenbasierten Medien ständig angezeigt werden und das für viele Leute und vor allen Dingen auch für Kinder und Jugendliche, aber auch für eben zum Teil auch viele ältere Leute eben nicht mehr ganz klar ist, was ist jetzt eigentlich hier sozusagen faktenbasiert und was ist nicht faktenbasiert. Und wir dann eben da so einsteigen. Und deswegen, genau, das will ich auf jeden Fall sozusagen unterstreichen. Und ich glaube, dass wir eben da tatsächlich als wehrhafte Demokratie schauen müssen, dass wir uns da auch stark gegen machen. Und dass wir sozusagen, ich sehe das ähnlich wie du, Katha, dass vor allen Dingen die Landeszentrale und Bundeszentrale für politische Bildung da auch eine wesentliche Rolle spielen sollte, eben genau darin, nämlich dafür zu sorgen, dass wir sozusagen gute Materialien haben, um Lehrer und Schülerinnen zu versorgen, das auch in den Curricula der Schulen eben zu verankern. Und genau, das ist eben dieser Teil an Medienbildung, sozusagen ein elementarer Teil der Schulbildung unserer Kinder ist. Ganz herzlichen Dank, Katha. Da kann ich, glaube ich, gut anschließen. Ich kann bei euch beiden einfach nur so applaudieren, weil ihr drückt das aus, was ich auch immer in mir rumtrage. Ich glaube, gerade dieser Punkt, Unsicherheiten wieder besser aushalten zu lernen, ist fürs Jahr 2020 und die nachfolgenden unglaublich wichtig. Und es ist natürlich schwer. Ich meine, es ist einfach nicht leicht, in einer globalen Pandemie irgendwie zurechtzukommen und irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Und wir lernen ja auch über dieses Virus jeden Tag was Neues. Und das anzuerkennen und anzunehmen und einfach auch mal so, Tom hat das, glaube ich, so schön gesagt, auch vielleicht einfach mal zu sagen, okay, ich weiß es jetzt halt gerade nicht. Aber es wird irgendwann eine Lösung dafür geben. Und bis dahin atme ich einmal durch, beschäftige mich vielleicht mal mit was anderem. Ich glaube, so diese Resilienz ist ja immer das neue heiße Schlagwort im Moment. Und dieses Thema Unsicherheiten aushalten, ich glaube, das ist total entscheidend, dass wir als Gesellschaft das wieder sozusagen stärker lernen. Also deswegen volle Zustimmung für euch. Ich wollte noch einen zusätzlichen Punkt anbringen, der jetzt noch nicht genannt worden ist. Ich glaube, dass wir unsere freie Presse wieder mehr stärken müssen. Jetzt im Rahmen von Corona haben auch sehr viele beispielsweise Verlage Kurzarbeit angemeldet. Das heißt, weil Anzeigen eben wegbrechen. Das heißt, die Journalistinnen und Journalisten, die wir im Moment so dringend brauchen, weil dass sie eben Dinge einordnen, dass sie Faktencheck machen, dass sie Dinge gegenüberstellen, dass sie uns Bürgerinnen und Bürger auch irgendwie ein bisschen eine Orientierung geben, dass ich nachlesen kann und mich gucken kann, wie ich die Sachen so sehe. Wenn da jetzt natürlich viele Journalistinnen und Journalisten, die ja eh schon unter schwierigen Bedingungen arbeiten, jetzt in Kurzarbeit geschickt werden, wie sollen die das denn dann schaffen, all diese Sachen abzudecken? Und darum fordern wir Grüne beispielsweise im Bayerischen Landtag ein Sofortprogramm auch für das ganze Journalismus- und Verlagswesen, weil wenn uns das wegstirbt und dann am Ende nur noch die fremdfinanzierten mit russischem Geld oder so Medien übrig bleiben, die vielleicht kein Interesse daran haben, frei und faktenbasiert über politische und auch nicht politische Inhalte zu berichten, dann haben wir natürlich als Gesellschaft auch ein Problem. Das heißt, auch in dem Bereich sollte man was tun. Ganz herzlichen Dank. Ich würde jetzt noch mal eine Fragerunde machen, noch mal ein paar Stimmen reinholen, weil das, glaube ich, wirklich finde ich auch wirklich gut, das zu hören. Und ich würde als nächstes gerne Peter Eckenwirz bitten und Peter reinzuholen und mal fragen, wovon aus welchem Bundesland er die Veranstaltung folgt
Und nachdem Peter dann die Friederike, Friederike Zeiner. Peter, bitte, hoffentlich, es klappt es. Hallo Peter, hast du dein Mikro an? Kannst du deine Frage loslegen? Ja, ich glaube schon. Also es leuchtet ja, grün. Wunderbar. Genau. Genau, ich bin aus Erlangen und aus Bayern. Hallo. Ja, meine Frage hat ja so darauf abgezielt, jetzt hatten wir so ganz viel in diesen persönlichen Kontexten gesprochen, wenn man in der Nachbarschaft oder unter Kollegen, Freunden was hatte, Verwandten. Das habe ich tatsächlich gar nicht so viel. Meine Frage war eigentlich, wenn man jetzt so diese ganzen YouTube-Videos sich anguckt von den verschiedenen Verschwörungstheoretikern und man kann ja Kommentare darunter schreiben, bringt das denn was überhaupt? Also ich habe immer wieder mal gehört, ja klar, wenn man sowas sieht, man muss das kommentieren, man muss dagegen halten. Auf der anderen Seite hört man jetzt ja auch, dass die Leute, die da so ja, verbissen schon drinstecken, dass die schwierig zu greifen sind, selbst wenn man wirklich argumentativ gut vorgehen kann. Und das, was einem ja in so einem kurzen Kommentar gar nicht gelingt erst. Da ist die Frage, hat es überhaupt irgendeinen Sinn, Zeit damit zu verschwenden, da seine Kommentare hinzuschreiben, da vielleicht zu recherchieren und das vielleicht sogar zu hinterlegen mit anderen Fakten? Liest das jemand? Hat das irgendeinen Impact auf das, was die anderen User, die anderen Leser tatsächlich aufnehmen und was die denken? Macht das eine Veränderung der Wahrnehmung der anderen Nutzer dieser Videos? Ganz herzlichen Dank. Dann als nächstes Friederike Zeiner. Friederike, von wo aus schaltest du dich zu? Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Friederike. Friederike, du müsstest einmal dein Mikro bitte anschalten. Ja, jetzt. Jetzt bin ich zu hören. Und danke an Gina für die Regieanweisung. Bitte, Friederike. Von wo kommst du an? Ja. Ich bin auch aus Leipzig. Ah, wunderbar. Ja, und es gibt zwei Sachen. Einerseits bin ich in Kontakt gekommen mit dieser Widerstand 2020 Bewegung oder was auch immer. Das wollte ich gerne mal anfragen, inwieweit da Hintergründe auch noch näher dazu von euch irgendwie im Bewusstsein sind. Die wollen sich ja irgendwie als Partei gründen oder so, also das sind so, das ist alles noch ziemlich diffus, habe ich den Eindruck. Und ich hatte nur gedacht, wie seht ihr das, inwieweit das vielleicht gar nicht so schlecht wäre, dass einfach so viele Leute, die so Verschwörungstheorien anhängen, die ansonsten so der AfD zugeführt werden oder sich dort anhängen, dass das so ein bisschen auseinandergesplittet wird. Das ist das eine. Und das andere ist, ganz problematisch für mich ist es, es ist nur sehr, sehr eng, dass der Vater von meinem kleinen Sohn, der ist 6, jetzt auch solche verrückten Sachen sagt, hier mit Zwangsimpfung und so weiter, und das Kind das einfach auch so mitbekommt. Und mit einem 6-Jährigen darüber zu reden, ist natürlich wirklich hart, und das so auseinanderzupflücken. Und die Frage, wie weit kann das eigentlich gehen und wann muss man eigentlich anfangen zu sagen, nee, stopp, hier ist wirklich auch Kindeswohlgefährdung dabei. Dass einfach solche Ideen da irgendwie so offen vor sich hergetragen werden. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, Friederike. Und dann würde ich jetzt gerne noch als dritte Frage Dorothee Haßkamp dazu rufen und dann nochmal in der Antwortrunde gehen. Dorothee, ich hoffe, du kannst reden. Aber das schon guten Abend. Ja, dann könnt ihr mich hören. Ja, wunderbar. Ich kann dich sehr gut hören. Ja, dann viele Grüße aus Berlin. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung wie die von Vorgängerinnen. Ich frage mich, ob ich ein Debattenduell tatsächlich gewinnen kann. Und ich sehe auch in der Parallele zu 2015, dass sehr viel Verständnis die Leute ja auch groß gemacht hat und zur Normalisierung beigetragen hat. Und ich frage mich, ob wir den Fehler jetzt wirklich nochmal wiederholen.
Ganz herzlichen Dank. Das ist tatsächlich auch die Frage, ne, was ist der richtige Umgang und der öffentlichen Diskurs damit, wenn ich das wenn ich dich da richtig nochmal verstanden habe. Also wie groß macht man das? Wie viel Fläche erzeugt man dafür? Ganz herzlichen Dank auch für diese Frage. Ich würde jetzt einfach eine Antwort drum machen. Ich weiß nicht, ob Annalena anfangen möchte. Waren viele Fragen auch direkt. Sonst gehen wir einfach also andersrum durch und enden mit Tom, wenn das okay ist. Annalena, vielleicht magst du einfach anfangen und dir rauspicken, was jetzt besonders umtreibt. Also, ich würde gerne ganz kurz nochmal was sagen zu der vorherigen Runde, weil da eine Frage gekommen ist, die ich total relevant finde, die ich glaube ich jetzt auch für diese Runde immer noch relevant finde. Wann ist eigentlich sozusagen Schluss? Also, wann bricht man eine Diskussion ab? Und ich glaube, in dem Moment, wo man reflektiert, also wo man ganz klar irgendwie aufgezeigt hat in der Diskussion mit einer anderen Person, dass zum Beispiel rassistische, antisemitische sozusagen Mythen dahinter stecken und das irgendwie auch klar gemacht hat und transparent gemacht hat. Und die andere Person trotzdem sagt, nee, ich bleibe aber jetzt hier bei meiner Meinung und ich nehme das in Kauf. Das wäre für mich in der Diskussion der Moment, wo ich dann auch sagen würde, okay, da rede ich jetzt auch nicht mehr weiter. Weil dann haben wir, ist sozusagen da, haben wir da nicht mehr eine gemeinsame Grundlage. Das wollte ich mal kurz irgendwie ergänzen, um da so ein, weil da auch gefragt wurde mit Holocaust-Leugnern und so, wo mache ich da irgendwie so eine Grenze? Das wäre sozusagen meine Grenze. Also wo ganz klar ist, dass das auch reflektiert ist, dass es hier sozusagen menschenfeindliche Äußerungen gibt. Genau, und dann finde ich natürlich die erste Frage total interessant. Bringt es eigentlich was, wenn ich unter YouTube-Videos irgendwie noch kommentiere, wenn ich da irgendwie noch was schreibe? Und ja, also ich bin ja eine absolute Verfechterin, die immer wieder sagt, ja, also auch wenn ihr dann manchmal das, ihr müsst euch nicht tot machen und man muss sich auch nicht daran abarbeiten und völlig sozusagen fertig dann am Ende sein und das Gefühl haben, man kämpft da irgendwie gegen Windmühlen. Aber sozusagen zweimal am Tag eben oder einmal am Tag eben da runterzugehen und eben Fakten dazu zu schreiben, Sachen in Frage zu stellen und so weiter, ist super wichtig, weil es geht eigentlich nicht mehr darum, dort diejenigen, die sowieso schon völlig den solchen Verschwörungserzählungen anhängen, die zu überzeugen. Es geht darum, die Person, die vielleicht durch ein anderes YouTube-Video auf dieses Video gekommen ist, die dann darunter die Kommentare liest, die irgendwie noch nicht völlig überzeugt ist, der bei der sozusagen Zweifel zu sehen und zu zeigen, okay, es gibt ja auch noch andere Meinungen oder es gibt auch noch Alternative, ich kann sozusagen auch einen alternativen anderen Weg gehen. Und ab dem Moment, wo wir sozusagen sagen, wir überlassen, weil wir eben sagen, da bringt ja sowieso nichts oder es ist uns zu anstrengend, wir überlassen sozusagen denen eben Verschwörungserzählungen propagieren, die Kommentarspalten, bedeutet das, dass sozusagen alle stillen Mitleser, also Sie und ich oder irgendwelche Leute, die eben da gerade nach irgendwie Lösungen suchen, eben nur noch diese Antworten finden. Und damit verstärken wir sozusagen auch das, was der Algorithmus ja bei den sozialen Netzwerken sowieso schon macht. Deswegen, ich bin ja ein großer Fan der Facebook-Gruppe Ich bin hier, die das professionell macht, die sich mit über 30.000 Menschen sich bei Facebook eben zusammenfindet und jeden Tag also unter Zeitungsartikeln, unter irgendwelchen Posts, wo es eben sehr einseitige und jetzt natürlich auch Hochkonjunktur hat, wo es sehr einseitige Diskussionen gibt, darunter geht und sozusagen für einen Ausgleich der Debatte sorgt. Sehr höflich, sehr respektvoll, faktenbasiert, Fragen stellend und so weiter. Und das ist natürlich auch unheimlich anstrengend, aber es ist super wichtig, weil für jede Person, die dann eben sich in so ein Video sieht und erstmal in den Kommentaren auch nach Orientierung sucht, weil das ist ja das, was wir ganz oft machen. Wir gucken in den Kommentaren, was denken eigentlich die anderen Leute? Wie ist ja eigentlich die Diskussion darüber? Und in dem Moment eben dann auch sozusagen nicht nur ein einseitiges Weltbild nochmal zu bekommen und nochmal weitere Informationen zu genau diesem Weltbild, sondern eben auch ja, ein alternatives Angebot zu bekommen. Und deswegen kann ich nur sagen, auch wenn sich das manchmal sehr wie ein Kampf gegen Windmühlen anfühlt, ich glaube, das ist der Weg, den wir sozusagen, wenn man uns sozusagen fragt, was können wir als Zivilgesellschaft im Netz auch tun, den wir gehen sollten. Ganz herzlichen Dank, Katha. Achso, dann, wenn ich noch ganz kurz sagen darf, es gibt eine grüne Netzfeuerwehr für diejenigen, die intern die grüne Mitglieder sind und mitmachen wollen. Einfach grüne Netzfeuerwehr googeln, findet ihr auf grüne.de, kann man auch mitmachen, genau in so einer Richtung. Da würde ich mich freuen, wenn wir da noch weitere Unterstützerinnen, Unterstützer gewinnen. Aber erstmal Katha zu den Fragen. Ich glaube, bei so einem Thema muss man sich immer denken, man schreibt nicht unbedingt für den Verfasser des Videos, weil den wirst du im Zweifel nicht überzeugen können, sondern du schreibst für die stillen Mitleserinnen und Mitleser. Und das motiviert dann, finde ich. Und ich finde den Punkt von Annalena auch total wichtig. Man muss schon auch auf sich selber achten. Also
es kann auch mal sein, dass du mal an einem Tag einfach keinen Bock hast und nichts schreiben willst und am anderen hast du mal eine halbe Stunde Zeit und bist gerade im Flow und schreibst einen Kommentar in anderen, weil das nimmt einen schon sehr mit und ich glaube, da ist auch Self-Care auch sehr, sehr wichtig. Darum ist es gut, wenn es viele sind, damit man sich abwechseln kann. Und ich wollte auf das eingehen, was Dorothee gefragt hat, das Thema öffentlicher Diskurs, Debattenhoheit, können wir das überhaupt gewinnen und all das? Ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt am Anfang gerade so viel darüber diskutiert wird, dass einfach allen klar wird, welche Leute dort auch auf diesen Demos sind. Natürlich sind da nicht alles Antisemiten und natürlich sind da nicht alles Rechtsextremisten. Wir haben ja gerade vorhin darüber geredet, wie vielfältig die Gruppe ist. Aber dass es einfach allen Demokratinnen und Demokraten klar ist, wenn ich nächsten Samstag wieder auf eine dieser Demos gehe, dann nehme ich es in Kauf, dass dort rechtsextreme Reichsbürger mitlaufen, dass dort die AfD mitläuft, dass dort Menschen Judenstern anhaben, dass der Holocaust verleugnet wird. Das, glaube ich, ist jetzt am Anfang sozusagen wichtig, dass das deutlich ist. Darüber hinaus darf man, glaube ich, aber wirklich nicht den Fehler machen und zu denken, die wären jetzt die Mehrheit in unserer Gesellschaft. Denn wenn man sich die Umfragen und so anschaut, sieht man ja auch sehr deutlich, dass der allergrößte Teil unserer Gesellschaft die Maßnahmen auch mitträgt und auch eher sagt, hey, wir müssen jetzt vorsichtig lockern, wir müssen Schritt für Schritt die Sache aufmachen. Vor 2 oder 3 Tagen war es, glaube ich, in der ARD ein ganz spannender Chart, die ich gesehen habe. Da war die AfD die Partei, die von allen anderen Parteien am lautesten gesagt hat, ja, das sind alles total überzogen und alle anderen hatten da ganz niedrige Werte. Das heißt, ich glaube, es gilt natürlich auch einfach, also das jetzt, würde ich jetzt als unsere politische Aufgabe sehen, was wir Grüne ja auch machen im Bund und in allen Ländern, die das Leben mit der Pandemie jetzt rechtsstaatlich auf gute Füße zu setzen, dafür zu sorgen, dass die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen abgefedert werden, dass die Bildungsgerechtigkeit auch im Homeschooling einigermaßen klappt, um so sozusagen über all diese anderen Themen zu reden, die diese Corona-Pandemie ebenfalls bringt und nicht die 150. Diskussion darüber, wird es jetzt einen Impfzwang geben und haben wir schon alle einen Chip oder nicht? Ja, sondern dass wir sozusagen auch wieder Fenster aufmachen und über die Dinge reden, die den größeren Teil unserer Gesellschaft auch umtreibt, um dort eben auch, was ja am Anfang gesagt wurde, die vielen Sorgen und Nöte und Ängste und Unsicherheiten, die ganz normal in unserer Gesellschaft sind, auch weiter adressieren. Ganz herzlichen Dank. Es war noch die Frage von Friederike mit der Frage, wie gehe ich um mit dem Kindeswohl bei Verschwörungsgeschichten, was ein besonders wichtiger Punkt ist, weil da ja nochmal eine besonders geschützte Person ist. Ich weiß nicht, ob da von euch jemand noch einen Tipp hat, wo man sich hinwenden kann, was man da machen soll. Ich wollte nur nicht, dass es verloren geht. Ich weiß nicht, Katha, ob du noch einen Punkt hast oder sonst Annalena oder sonst Tom, den ich gleich zum Abschluss nochmal rannehme in der Fragerunde, aber es würde ich gerne noch, eine auf diese Frage nochmal eingehen wollen. Also wo man sich hinwenden kann, Annalena Munzen. Genau, also wo man sich hinwenden kann, genau. Also ich glaube sozusagen, was gut ist, sich an Beratungsstellen zu wenden, zum Beispiel in Beratungsstellen, die auch sozusagen also Kinderschutzbund erstmal oder Beratungsstellen, die auch so zu gerade Anhänger von Sekten irgendwie beraten. Und da eben sozusagen zu gucken, wie man da kommunizieren kann. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat zum Beispiel auch eine gute Handreichung rausgegeben, wie man zum Beispiel als Lehrer oder als Bekannte, wenn eben Kinder aus so rechtsextremistischen Hintergründen eben in die Schule kommen, wie man dann mit denen umgeht. Und ich glaube sozusagen, ja, also Kindeswohlgefährdung ist halt immer so ein großer Schritt. Ich komme jetzt auch nicht aus der Jugendarbeit, aber ich würde zumindest sagen, dass es wichtig ist, gerade jetzt in diesem Fall, weil es ja sehr ein konkreter Fall, wo eben gesagt wurde, dass eben der Vater sozusagen dann diesen Theorien anhängt. Und ich habe so ein großes Grundvertrauen, aber eben, also gerade wenn man mit Kindern eben Dinge reflektiert, die können schon ganz gut eben unterscheiden und auch immer wieder sozusagen, das fordert zwar viel von einem Kind, aber immer wieder sozusagen auch die Alternativmeinungen anzubieten, das mit dem Kind zu diskutieren, zu zeigen, guck mal, so informiere ich mich. Daher haben wir diese Informationen. Zu erklären, warum das da eben eine andere Meinung gibt und das irgendwie gut zu erklären und da eben auch zu zeigen, okay, das sind die Werte, an denen wir uns hier orientieren und das versuchen irgendwie kindgerecht aufzuarbeiten. Und ich kann mir nur vorstellen, wie schwierig es ist und was es für eine Herausforderung ist, das wirklich gut zu machen, gerade wenn es auch um den Ex-Partner geht und das ist ja immer eine sehr, sehr schwierige Situation, aber eben wirklich darauf zu vertrauen, da so eine verlässliche Quelle einfach zu sein.
weil Kinder und da immer wieder sozusagen das Gespräch zu suchen, das mit dem Kind zu reflektieren, weil Kinder eigentlich immer ein ganz gutes Gespür dafür haben und da auch ganz gut dann auch differenzieren können. Genau, das wäre das, was ich sozusagen empfehlen würde. Also sich Hilfe suchen und versuchen, auf jeden Fall mit dem Kind ins Gespräch zu gehen. Und genau, und mit dem Partner ist es wahrscheinlich in so einer Situation schwierig, aber zumindest dort immer wieder sozusagen versuchen, eine Alternativmeinung anzubieten. Dankeschön. Dann war noch die Frage nach Widerstand 2020 offen geblieben und die Frage, wie viel für Raum sollte man in der öffentlichen Debatte diesen Thema Verschwörungsmythen und so weiter einräumen, Verschwörungserzählungen, macht man es größer oder kleiner? Die Frage, die dann noch von Dorothee in den Raum gestellt wurde, die beiden Punkte, vielleicht Tom, wenn du darauf eingehen könntest, wäre ich dir dankbar. Ja, ich würde vielleicht noch kurz einen Satz zu dem vorigen Punkt sagen, auch ohne den, also natürlich kennen wir jetzt den Fall nicht genau, aber ich möchte das auf jeden Fall unterstützen, eben da Beratungsstellen aufzusuchen, weil gerade also Kindern sozusagen so ein paranoides Weltbild zu vermitteln, wo überall Bedrohungen lauern, die vollkommen irreal sind und eben auch ja, vermutlich dann auch dazu angehalten wird, eben dass das Kind nicht geimpft werden soll etc., wo wirklich also so Punkte überschritten sind, wo man handeln sollte, auf welche Art dann auch immer. Aber ich denke, Beratungsstellen aufzusuchen wäre ein guter erster Schritt. Dann war die Frage nach Widerstand 2020. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht gerade so super im Bilde, wie die jetzt derzeit aufgestellt sind. Es ist ja schon wieder eine Initiatorin rausgegangen. Ich bezweifle aber, dass sich diese Hoffnung sozusagen, dass sie irgendwann der AfD ein substanzielles WählerInnen-Klientel abgreifen und damit die AfD schwächen, dass sich das bewahrheitet. Das wäre natürlich schön, aber ich denke es eher nicht, sondern ich glaube, es passiert viel eher das, was 2014 auch passiert ist, dass nämlich Akteurinnen und Akteure in dieser Szene sich organisieren lernen über solche Einrichtungen wie eben Widerstand 2020 oder wie die sich auch sonst immer nennen mögen, dass sie Kampagnenplanung lernen, dass sie lernen, wie man Gelder auftreibt, lernen, wie man sich vernetzt, wie man mit verschiedenen Städten zusammenarbeitet. Das ist genau dieser Lernprozess oder die Ergebnisse von diesen Lernprozessen der neuen Rechten oder der Verschwörungstheoretiker, die 2014 dann letztlich zur Etablierung von Pegida geführt haben. Und Pegida ist eine sehr, sehr stabile Organisation gewesen. Also die haben sozusagen, das war diese Montagsmahnwachen waren wie so ein Laboratorium, wo die sehr, sehr viel gelernt haben aus Selbstorganisation. Und ich denke, dass Widerstand 2020, wie die sich nennen, etwas Ähnliches darstellen wird und keine ernsthafte Parteienkonkurrenz zur AfD, sondern viel eher das Themengebiet der AfD nur weiter bespielen und dadurch ja also eher förderlich auch für die AfD funktionieren werden, leider. Die zweite Frage war, wie darüber berichten. Und ich glaube, diese Frage hat so zwei Stufen eigentlich. Die eine Stufe wäre, oder was zumindest auch bei uns immer wieder ankommt, ist sozusagen die Sorge darum, es wird so viel darüber berichtet, über diese Demos. Weil eigentlich sind die ja nur total klein, das sind ja nur ein paar tausend Leute und guck doch mal, Unteilbar zum Beispiel war viel, viel größer und darüber wurde nicht so viel berichtet oder so. Ich finde es aber trotzdem total wichtig, dass darüber berichtet wird, auch wenn die klein sind. Stellt sich dabei nur die Frage, wie darüber berichtet wird. Und da möchte ich nochmal den Punkt stark machen, den du vorhin, Katharina, aufgeworfen hast, eben, dass in der Berichterstattung ganz klar deutlich werden solche, welche neonazistischen Gruppen organisieren das mit und laufen da mit, etc. Es ist, ich habe letzte Woche ein Video gemacht mit einem Kollegen über auch Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Und da haben wir eben auch über diese Neonazis gesprochen, die diese Demonstrationen mit organisieren. Jemand hat darunter kommentiert, dieses Video sollte umgehend gelöscht werden. Der Typ hat sogar Nazi gesagt im 1420 sozusagen, als wäre das etwas, was sozusagen man sich irgendwie verbieten müsste, die Leute als das zu bezeichnen, was sie sind. Und da finde ich, muss man eben deutliche Worte finden. Also beim dritten Weg, da gibt es keine Fragen mehr, die da noch gestellt werden sollten. Der Fall ist klar. Und bei den antisemitischen Gruppen, die da mitlaufen, ist es auch klar. Bei Ken Jebsen ist der Fall klar, etc. Und das ist sozusagen, und das muss dabei immer wieder kommuniziert werden in der Berichterstattung darüber. Was aber gleichzeitig auch immer wieder passiert, und das ist halt das
Das ist halt das Ätzende. Deswegen, ich war da sehr überrascht von Markus Söder, dass er sich so eindeutig positioniert hat. Aber zum Beispiel Laschet oder so, der dann gesagt hat, ja, also genau das, was man dieselben Fehler, das wurde ja auch in der Fragestellung schon angeklungen, dieselben Fehler, die man bei Pegida gemacht hat, die Sorgen und Ängste der Bürger ernst nehmen. Ja, natürlich muss man die ernst nehmen, aber nicht deren verfehlten Ausdruck in der Verschwörungstheorie und nicht deren verfehlten Ausdruck im Rassismus und Antisemitismus. Ich kann durchaus die Sorgen und Ängste von diesen Leuten ernst nehmen, ohne deren antisemitische Agitation. Natürlich nehme ich die ernst als Problem, als Bedrohung, aber sozusagen nicht ihrem Inhalt nach. Und das ist total wichtig, denke ich, da eben nicht so auf so ein falsches Verständnis zu kommen, um sich dem irgendwie anzubiedern, dieser Organisationsform. Und das finde ich dann auch, also das hast du ja, Michael, schon ganz am Anfang erzählt, das finde ich dann auch gut, wenn die Grünen sich da eindeutig positionieren und sagen, nein, da machen wir nicht mit. Ganz, ganz herzlichen Dank. Nein, da machen wir nicht mit. Genau so. Und ich finde, da hat auch jeder Einzelne, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ich finde auch die Aufgabe zu gucken, mit wem, wer sind denn eigentlich die Leute, die da links und rechts neben einem stehen. Ich finde, das gehört dazu. Und ehrlich gesagt, das gehört auch zu jedem Bündnisgespräch, wenn man selbst sozusagen Veranstaltungen organisiert, wie auch hier einige ja wissen, die zuhören oder das selber auch schon gemacht haben. Wir sind am Ende, wir sind 5 Minuten überzogen und ich habe vorher versprochen, wir schaffen das eigentlich pünktlich, aber ich muss sagen, ich fand es wahnsinnig spannend, ich habe wahnsinnig viel gelernt und ehrlich gesagt, mir gibt das auch Optimismus. Wenn ich höre, wie Annalena von Hodenberg erzählt, als Geschäftsführerin von HateAid, wie man sich dagegen wehren kann, wenn ich da sehe, was sich da auch entwickelt, dann habe ich auch eine Hoffnung auf ein Erstarken von Zivilgesellschaft, die zurückkämpft. Oder wenn ich sehe, wie Tom mit einer Analyse auch am Anfang gesagt, was passiert da eigentlich? Auch ein Verständnis. Und ich habe auch den Eindruck, auch die Berichterstattung in den letzten Tagen, dass, wisst ihr, ich erinnere mich noch an furchtbare, furchtbare Aussagen von Sigmar Gabriel. Damals war meine Kollegin Jasmin Fahimi, die ich sehr geschätzt habe als Generalsekretärin der SPD, die ja da in den Wind gestellt hat, als sie Pegida, als Jasmin Fahimi auch mit ihrer Geschichte kritisiert hat und er sie dann süffisant in die Ecke gestellt hat. Und das erlebe ich gerade anders. Ich erlebe das deutlicher und klarer und es gibt mir auch ein Stück Optimismus und Zuversicht. Dazu gehört auch so eine Arbeit, wie Tom macht und natürlich, wie immer, ganz viel Power und Optimismus zu spüren aus Bayern an Katja Schulze. Ich danke euch allen ganz, ganz herzlich für ein wunderbar. Ich lerne immer ganz viel auch in diesen Veranstaltungen für einen sehr, sehr spannenden Abend. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr so schnell damit dabei wart und ich möchte noch 2 Personen besonders danken, ohne die so eine auch so eine Bühne nicht funktioniert. Vielleicht wollen sie sich kurz aufblenden. Gesa und Harald, die im Hintergrund dafür gesorgt haben, dass ihr sprechen konntet, dass es hier alles nicht zusammengebrochen ist. Hallo Harald, Gesa, wenn du dich auch noch zeigen magst, da ist Gesa. Ganz, ganz herzlichen Dank in dem Sinne. Herzlichen Dank, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss.